Wild Russians, eine echte Dystopie. An erster Stelle. Es ist im Wesentlichen meine Schuld, dass bei dem einen Video jetzt die Intro-Musik fehlt und wir jetzt auch zurückgehen zu den Kremlkrauts deutsches Essen in Russland. Denn es war vermessen, gar naiv, ich bin ja auch noch ein Jungspund, zu glauben, dass nur, weil auf Soundcloud bei jedem Lied der Kreml von den Kremlkrauts steht, dass auch dieses Lied unter der Creative Commons License läuft und damit verwendbar ist, ja, dass das dem, also dass dem auch so ist letztlich. Das ist offensichtlich ein Fehler von mir. Und ja, da regen wir uns also auch gar nicht auf, besonders ich nicht. Das ist ganz wunderbar, dass das immer so läuft. Also, gutes, altes ist gut oder irgendeine so Scheiße, bla bla bla, leckt mich am Arsch. Kremlkraut sind trotzdem super. Und es war nicht Intention zu stehlen oder, naja, quasi Regeln zu brechen, die wir uns natürlich halten wollen und müssen, wenn wir hier öffentlich Videos machen. So, Punkt 2. Wir waren schon immer niveaulos, wir waren ganz furchtbar und es gab immer Grund für uns selbst, uns zu schämen, auch wenn man das mehr oder weniger manchmal abgelegt hat. Es gibt jetzt wieder mehr Gründe, beziehungsweise einen Grund. Furchtbar, nein. Flummi postulierte einst, und ich kann da absolut übereinstimmen und das eigentlich auch, dass soziale Netzwerke scheiße sind. So, aus unserer privaten Sicht. Und dennoch, ich will es echt nicht sagen. Na gut, dennoch haben wir jetzt eine Facebook-Präsenz, einfach aus dem Grund, weil ich kenne es, Flummi meinte auch, es ist immer ultra nervig, sich irgendwo anmelden zu müssen, um irgendeinen Scheiß zu machen. Das muss man halt überall. Und bei Facebook sind halt schon so viele Leute. Das heißt, unter Wild Russian Shadowrun Podcast oder so ein Scheißding, einen noch sperrigeren Titel, kann man uns da jetzt suchen und irgendeinen Krams schreiben, wenn man den Bock hat. Es ist nicht gedacht, Betonung auf nicht gedacht, dazu, dass wir jetzt irgendwie jedes Mal noch kommen mit abonniert uns auf YouTube und liked uns auf Facebook und so einem Scheiß. Nein, würde ich euch gar nicht empfehlen. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber googelt, was du so treibst und dann steht da hier, Mark White Russians, Alter, ich würde dich rauskanten, wenn ich der Arbeitgeber wäre. Zum Glück bin ich nicht in charge of irgendwas außer dieser Runde. In jedem Fall ist es also dazu gedacht, Barrieren abzubauen, die kommunikativ bestehen könnten, weil, naja, man sich ja doch immer freut, wenn man irgendwas geschrieben bekommt oder, beziehungsweise und ihr auch ganz, ganz viele, ihr, also ihr seid ja Shadowrun-Spieler, gehe ich mal von aus, ansonsten verpisst euch, nein, ihr ganz viele Ideen habt, ganz viele Sachen, die wir nicht mit drin haben und die zu Shadowrun gehören und da kann man sicherlich noch in Austausch kommen. Zum Beispiel hat Snowcat uns ja auch schon geschrieben, dass sie die beiden Charaktere zum Beispiel auf einem Campingausflug sehen wollte. Das kommt sicherlich nicht gleich, aber für derlei Dinge sind wir immer offen oder auch für alle anderen Sachen, NSC, Connections, Run-Ideen. Immer her damit, finde ich super, wenn euch da irgendwas quasi in den Kopf ploppt. Genau, so ist es. Jetzt habe ich es hinter mir, jetzt habe ich mich endgültig verholt. Ich werde mich auch lange duschen müssen. Naja. Ansonsten gibt es eher eine Zusammenfassung, ne? Letztes Mal verfolgten die beiden Damen, also dann hier diesen Fleischertypen, der die Nutte abgeschossen hat, die wiederum vielleicht Infos von Buddy beschafft hat und waren es quasi auf dem Weg, diese Daten wieder zu beschaffen, wenn er denn welche hat. Und ja, was man halt so macht, man schießt den Typen volle Kanne über den Haufen, man schießt seine Kumpels über den Haufen, man reißt Arme aus, also das ist völlig normal. Und ich erinnere mich noch gut daran, als wir irgendwann letztes Jahr im August oder September über die Runde gequatscht haben, da haben wir gesagt, naja, Kämpfe und so ein Scheiß, wollen wir nicht so viel, ich sehe da immer nicht durch, Flummi hat da nicht so viel Bock drauf und das lassen wir eher mal aus, wir wollen das eher so ein bisschen sneaky machen. Und ich hatte natürlich auch absolut nicht damit gerechnet, dass die jetzt so rangehen, aber naja, Flummi findet immer eine Begründung dafür, dass Jojo einfach mal völlig durchdreht und alles abmetzelt, was ihr in die Quere kommt. Jetzt können die beiden sich nicht mehr so auf Fleischerturf blicken lassen. Sie haben dann noch mit Wally gesprochen, das schien wohl relativ entspannt. Und Jojo hatte ja auch noch Kollegen, denen sie quasi das Ganze stecken muss und damit geht jetzt auch, beziehungsweise ja, so ähnlich geht jetzt auch die neue Session los. Es ist also kein
großer Run-ähnlicher Part raus geworden, sondern eine Schnetzelei am Rande. Und jetzt geht's weiter mit quasi diesem Gespräch von Billy und Jojo, was da noch so war. Viel Spaß und bleibt geil. So, Ja. passt auf, Kinder. Es muss jetzt raus. Ihr habt mir unbedingt, ne? Vor allen Dingen du, Flumi, hast mich letzte Woche übelst angepöbelt, dass ich ja so verstockt bin und mich ziert. Und du hast vollkommen recht gehabt. Aber jetzt hier, passt auf, ihr Beten. Ist mir gerade das eingefallen. Hä? Das habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben. Ich bitte um keine Unterbrechung. Für Billy gibt's vielleicht keine Fanta, aber dafür Armbrosia. Jojo hat Glück, dass ihr Armaturenbrett nicht vom Geist kaputt gemacht wurde. Der Gänger hätte eher Reis ausnehmen sollen. Unterschätzt auch keine Gänger, denn die werden schnell handgreiflich. Flummi Weißt du, wie jagt gern traurig mal das Leute über ist, die dass du mir Pranke das und. gerade aufgeschrieben hast und vorliest? Ja, das habe ich Das mir ist so aufgeschrieben. Ich armselig, mein lag die Freund. Nacht wach. Du hast Das mich so ist so gequält. armselig. Du hast mich so gequält, Das. dass ich mir das aufschreiben musste. Nein, das ist armselig. Es ist Also, traurig. Es ist wir haben ja bitter. wirklich schon viel Spaß miteinander gehabt. Gerade so bezüglich der letzten Abend, wo wir gesagt haben, das Ende der White Russians. Aber Leute, das war's. Ende. Schluss. Das Ihr hat jetzt habt mich wirklich. dazu gezwungen. Ich lieg nachts wach und mir fällt so eine Scheiße ein und ich schreibe dir auch noch auf, um euch damit zu quälen, damit ihr wisst, wie es ist, ich zu sein. Dann trink Alkohol, damit du schläfst, oder nimm Ich Drogen, hatte damit du keinen. schläfst. Ich hatte doch Dann keinen. schicke ich dir welche zu. Drogen schickst du mir zu. Ja, damit du schläfst. Können Spiele halt mit Valium. wir die bei der Tischrunde vielleicht selbst herstellen? Valium? Hast du Laborgeräte? Nee, bring doch mit. Ich soll Laborgeräte mitbringen. Ich Ich habe kann keine auch zu Hause. mitbringen. Ja, dann bring welche mit. Dann machen wir das. Im Flieger. Ole, wir machen einfach Warum mal eine sollst du keine Runde. Laborgeräte im Flieger transportieren dürfen? Die sind doch Richtig. völlig legal. Natürlich, aber sie sind Richtig. auch teuer, weil sie schwer sind und doch Gepäck kostet. Ach, das ist doch alles Glaszylinder und du brauchst einen Scheidentrichter und so Sachen. Das Ein kostet doch kein. Scheidetrichter, kein Scheid. Nein, Was ein willst Scheidentrichter Natürlich natürlich. ist das ein Komm jetzt, Scheidentrichter, Alter. Alter, Die ohne tut so, Witz. als hätte sie Ahnung und dann echt Echt? gar nichts dahinter. Natürlich ist das ein Muschitrichter. Alles klar. Gott, wie ich halt immer verbessert, weil wenn ich einen Witz mache, dann werde ich Diesmal ist immer es mir gleich sogar verbessert, aufgefallen, ohne Luis. Witz. Diesmal ist Okay, es mir sogar Dankeschön. aufgefallen. Du hast ja auch die Fresse gehalten. Es zeigt wirklich, dass du mir zugehört hast und den Witz verstanden. Aber nein, Geflumse muss natürlich. Okay, lasst uns anfangen. Recap vom letzten Abend. Boing, Wir haben Arme boing. ausgerissen, irgendwelche Gänge abgeknallt, sind dann mit dem Chip zu Sanja gefahren, haben ihr den. Ach, Sanja, warum sage ich eigentlich immer Sanja? Zu Wally gefahren, haben ihr den Chip überreicht mit den Daten und sie wollte mit Alex reden und Billy und Jojo haben sich dann voneinander getrennt, um zu Hause zu schlafen und das war's dann auch. Richtig. Einstellt, ne? Na, Jojo ist dann noch zu Olga gefahren und so. Ja, bla, ihr sagt mir einfach, wie weit ihr springen wollt. Ein paar Tage vielleicht? Wie viel hat man beim letzten Mal? Das war doch der 9. oder so irgendwas, wo man das Geld Das abgeholt hat, war oder? der 11. Oh, dann nicht so War viele das noch Tage, am oder? gleichen Tag mit dem 11.? Ja, es war noch am selben Tag, weil wir nämlich danach direkt zu Sergei wollten. Alles klar, dann passt Weil. das. Na, dann würde ich sagen, wir könnten ja bis 14. oder so. Bis 15. 15. vielleicht? Ach, plötzlich, ne? Ja, alles klar. Gib mir doch mal ein bisschen Zeit. Hab ich mir das zuzuschreiben oder du dir? Was heißt ich mir? Also, 15. sagt er, alles klar. du wolltest das doch. Nee, du hast doch angefangen und jetzt hör doch mal auf irgendwelche Insider schon wieder. Also, 15. geht's los. Ist doch eh Flummis Welt, du Arsch. Ja, ich weiß, deswegen, was will ich denn da noch machen? 15. Was wir da machen wollen? Ja, klar. Mir Ja. ist das doch scheißegal. Er Oh. ist so desinteressiert an uns, das ist fürchterlich, oder? Ha, Der der mag uns Trolli, der überhaupt macht nicht immer mehr. bloß Schnauze, mit dir redet keiner. Railroading. Kannst du bitte aufhören damit? Niemals. Ich kann nicht damit aufhören, Düs. Liebe Zuhörer, unser Spielleiter hat sich die glorreiche Idee überlegt, einen Stefan Raab zu spielen und hat jetzt ein Buttonboard sich im TS zurechtgeschnibbelt. Damit ich Das schön an heißt. den Knöpfchen spielen kann. Ich würde sagen, wir fangen dann bei der Tischrunde an zu spielen. Schlag den Raab. Wir werden sehr viel Spaß dabei haben. Der war ja viel besser als Aber meine. das Ja, mag war vielleicht er. nicht ein gutes Wortspiel gewesen sein, aber die Idee gefällt mir sehr Siehst gut. du, dachte ich Sehr, mir. sehr gut. Dachte ich mir, weil dieser Spruch lebt nämlich nicht vom Wortspiel. Das Wortspiel war tatsächlich schlecht, aber Sondern eher von der Panik, die wir ja. bei dir Ja. verursachen für die Ja. Tischrunde und die blauen Flecken, die du anschließend Ja. haben wirst. Wunderbar, Oh. Flummi. Dafür muss ich mich ganz dolle knuddeln. Oh. Schlag mich lieber dafür.
Ich kann dir auch von hinten über quasi unter den Armen entlang greifen, an die Brust zwicken. Wollt ihr nochmal anfangen heute, oder? Ich wollte jetzt erst noch meine Sexualpraktiken hier kundtun. Ich meine, zwicken finde ich nicht so geil. Wieso, so ein bisschen drehend an den... Hallo, das ist ein Radio? Ja. Das wollen wir ja rauskriegen. Du machst dann auch immer Störgeräusche, wenn man das macht, habe ich gehört. Naja, das kommt drauf an. Also stören sie dir nicht in jedem Fall. So, wollen wir nochmal anfangen. Also am 15. Du musst es ja wissen. Das... weiter. Wer muss was wissen? Ich sagte, du musst es ja wissen. Wegen Störgeräuschen? Ja. Also wenn ich mir einen Brustwarzen rumspiele, dann finde ich das überhaupt nicht störend, was für Geräusche ich mache. Nein, nicht live on air. Live vor allen Dingen. Nee, das Ding ist, jetzt ich werde es mir einen Mundkorb anlegen müssen, damit ich in Zukunft nicht mehr witzige Geräusche mache, damit dann du das nicht später in dein Soundboard aufnehmen kannst, du Pimmel. Aber ich wollte keine bösen Worte mehr sagen. Tut mir leid, mein Freund, ich wollte nicht derartige böse Worte benutzen. Wir wollten doch Blümchensprache machen. In Shadowrun. Wir können ja Sonnenlauf unser Spiel nennen. Ja, das fände ich eigentlich sehr schön. Ja. Scheint die... Nein. Der 15. Mai, Jojos Comlink rapappelt. Jojo, dein Ding rapappelt. Ist jetzt gerade wegen... Da steht jetzt gerade 20:06 Uhr, kurz AFK. Weißt du, die Sekunde, wo wir gesagt haben, hey, wir könnten ja doch mal vielleicht irgendwie spielen. Geht die gerade AFK oder was? Was, ich bin noch da? AFK. Die, weißt du, hier, gerade jetzt, wo es losgehen soll, du bist jetzt raus. Wo Billy anrufen wollte, hat er einen Comlink rapappelt und du bist nicht rangegangen. Bitte? Er sagte, ich bin raus. Ich sagte zu ihm, dann sucht er einen neuen Spieler. Spielerin Krapappet. Hallo. Was ist denn das für eine Dissonanz heute, Mensch? Oh Gott. Ja, hallo. Na, Schnucki? Ja. Was geht? Was ich finde, geht wir, nicht? Ich finde, wir müssen jetzt anfangen zu feiern. Mir geht's wie immer. Dir geht's wie immer. Meine Milznarbe zwickt. Oh Gott. Ich küsse sie gesund. Übers Comlink? Mua. Oh. Jetzt geht's aber rund hier. Hör mal. Ah. Was denn? Mir ist fad. Dir ist fad. Mir ist fad. Was tun wir denn dagegen? Weiß ich nicht, deswegen rufe ich hier an, weil dann immer nicht mehr fad ist, wenn ich anrufe. Ach so, vielleicht kommst du eigentlich vor mir vorbei und dann gucken wir, was ich will tun. So, nee, ich soll bei dir vorbeikommen jetzt? Ja klar, warum nicht? Wie viel Uhr haben wir denn gerade? Zu Hause. Warte. Was, ist schon zwei? Ah, ich hab gesagt, es ist 1 Uhr und du sagst, was, ist schon zwei? Nee, es ist 1. Oh, dann geht meine Uhr falsch. Wie kann das denn eigentlich passieren, dass eine Mechanotronikerin eine Uhr falsch gehend hat? Die Frage ist doch eher, warum sie als einzige über Matrix betriebene Atomuhr-Abgleichungs-Shit eine falsch gehende Uhr hat. Weil ich nicht auf Comlink geguckt habe, sondern noch so einen alten Wecker hier habe, weißt du, der so... Oh. Macht, so ein Tick-Tack? Du? Ja, genau, so ein Tick-Tack-Wecker mit... Oh, ich mag das Geräusch. Entschuldigung. Sie rennt ganz natürlich die Wohnung an und dann... Ja, los, mit den Armen ausgebreitet, beide, weißt du? Das klingt nach Spaß. Ja, supi. Genau, das Ding habe ich auf jeden Fall noch. Irgendwie ist es, glaube ich, nur unter das Sofa gefallen. Auf jeden Fall habe ich es vorhin, war ich mal kurz ruhig und das kommt ja nicht so oft vor und dann hat es getickt. Und geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Sicher? Tick, tack, tick. Du bist tack, ruhig? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ja, ich wollte ja meine Uhr finden. Ach so. Ja, genau. Und dann hat es kurz getickt und dann habe ich unter das Sofa geguckt und dann hat es getackt und dann wusste ich, wo meine Uhr ist. Und mein Wecker ist übrigens pink. Und der hat Katzenohren. Pinke Katzenohren. Die sind plüschig. Pelzig. Vom Schimmel auf dem Ding. Nee, da ist kein Schimmel drauf. Das ist wirklich gewollt, glaube ich. Ich habe erstmal überlegt, ob ich dem Wecker Beine anbaue. Das hatte ich sogar mal eine Weile, aber dann ist der mal weggelaufen. Dann habe ich den nämlich so eingestellt, dass der wegläuft, wenn ich draufhauen will, damit ich wach werde. Und dann ist der mir immer weggelaufen. Dann hat er die ganze Zeit gemacht fest und ist durch die ganze Wohnung gepäst. Genauso wie dieses Ding, das ich mal geschenkt gekriegt habe. Kennst du das eigentlich? Das auch so irgendwie durch die Wohnung rennt und alles abschießt. Auf jeden Fall hat dann irgendwann dieses Ding angefangen, den Wecker abzuschießen. Das hat mich so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass ich leider die Beine wieder stilllegen musste. Sorry, ich fahre gerade aus der Tiefgarage raus. Ich hatte kurz einen Verbindungsabbruch. Was hast du gesagt? Egal, komm einfach vorbei. Ja, ich sitze ja schon im Auto. Ja gut, dann bis gleich. Geh los hier. Soll ich was mitbringen, wenn ich rüberkomme? Warte. Kalua kannst du mitbringen, den habe ich nicht mehr. Oh, ich weiß noch was, Springping. Ah, ich verrate aber nichts. Oh.
Gut. Kalua, sagst du? Kalua, ich bringe eine Flasche Kalua mit, ja. Gut. Gespielgeleitet, Herd, ich schicke dir kurz eine Nachricht. Okay. Ich weiß doch, dass du mich liebst, das musst du mir nicht extra schreiben. Nein, Pissnelke. Da habe ich dir geschrieben, weißt du Bescheid, ne? Okay. Nee, warte. Krass, Alter. Das ist schon eine Idee, oder? Junge. Ich hab nämlich eine Idee. Ich bin voll gut. Entgeistert. Bist du? Ja, das kommt ja auch nicht so selten vor, Gott sei Dank. Ja, also ich kaufe Kalua und was hast du noch gesagt? Ich hab's wieder vergessen. Kalua und. Das war's. Sonst. Gut. Sag den Rest dann. Hat sie. Yay! Und ich kaufe das, was ich hier geschrieben habe, kaufe ich. Krass, Alter. Kriegst du gerade so hin. Awesome. Ja, cool. Ich komme dann irgendwann an. Ich stelle mein Auto in meiner Garage ab. Hallo, hast du da nicht einen Sound für, du Arsch? Genau. Ich dachte, ich soll es nicht übertreiben. Ja. Das war aber der richtige Moment dafür. Dann kannst du es auch ruhig benutzen. Perfekt, danke. Ja, okay. Also, jetzt hier. Pass auf, sie fährt los. Jetzt kann ich das wieder alles zurechtschneiden. Mann, ich bin noch in der Übungsphase. Ja. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefahren, ja. Hättest du es mal nicht aufmachen können, wenn man nicht gerade spielt, Mensch? Ja, da habe ich ja keinen, mit dem ich ach, echt? du bist da. Gut, dankeschön. Wenn die Tür aufgeht. Die Tür geht auf. Warte. Reaktion bitte. Ich mache eine Nahkampfattacke auf Jojo. Ouch. Sie wird dir gelingen. Ende. Yes! Du hast einen Mohrenkopf im Gesicht. Ich möchte bitte, dass du die Position im Gesicht beschreibst, an die auf die Nase. Ich tupfe sie auf die Nase. Ich drück's nicht fett ins Gesicht. Nur? Ja, ich zu angedetscht, weißt du doch, wenn du die Nase spielst, zu andetschen. Awesome. Dass er kleben bleibt, weißt du, so rechts und links der Nasenflügel steckt quasi drin und der Mohrenkopf bleibt bei sich selbst schon an der Nase kleben quasi. Awesome. So, Jojo, beschreib mal deinen Charakter. Also Flumi, beschreib mal deinen Charakter. Nee, die erste Reaktion wird, au, verdammt! Wieso au? Was tut denn jetzt bitte weh? Meine Nase! Wieso tut denn deine Nase weh? Na, sie hat so eine. Kennst du ein diese? Stegpflaster. Ja. Warum hast du denn verdammte Scheiße jetzt ein Stegpflaster auf der Nase? Weil meine scheiß Nase gebrochen ist, du Kuh. Wieso ist deine Nase gebrochen, du Blödmann? Wer hat denn deine Nase gebrochen? Na, Aktio gleich Reaktio. Scheiße gebaut, Quittung dafür gekriegt, fertig. Oh, don't tell me. War das Alex? Ja, klar. Hey, die Nase war nicht Alex. Oh Gott, Entschuldigung. Was? Doch? Nicht? Doch, die Nase war Alex, mein Freund. Ach so, stimmt, die Nase war Alex, ja, du hast recht. Genau. Dann hat sie eine Platzwunde an der Stirn, die auch irgendwie geklebt ist. Dann hat sie am linken Unterkiefer ebenfalls einen Bluterguss, der auch nicht so ohne... Also, der ist jetzt nicht... Naja, doch, der ist schon nicht so klein. Den Rest sieht man nicht, glaube ich. Da hat sie ein T-Shirt drüber. Was ist denn passiert? Jetzt setze ich erstmal hin. Entschuldige, ich wollte einen Witz machen. Warum? Jetzt mal ohne Scheiß, ganz kurz, OT. Hättet ihr mir das nicht früher sagen können? Das war überhaupt nicht geplant, der Scheiß jetzt. Ich wusste auch nicht, was du mit dem Mohrenkopf machst, aber. Das ist doch klar, was man mit einem Mohrenkopf macht. Essen? Oh Gott, echt. Politisch inkorrekt sein? Naja, im Osten hat man die essen müssen, wenn man schon mal welche hatte, ne? Boah. Na, war sicher. Da hatte man ja nichts. Wir hatten ja nichts, wir könnten nicht mit dem Essen spielen. Für solche wir hatten nur Schokoküsse. Ach, Mohrenkopf darf man nicht mal sagen, gell? Nee, es gibt auch keine Zigeunersoße mehr, es gibt Roma-Soße. Heißt es jetzt dann auch in Zukunft maximal pigmentierter Kuss? Nee, das heißt Schokokuss. Schokokuss, das ist ja voll armselig. Aber nur so lange, wie keine farbigen eingearbeitet sind in das Nahrungsmittel, dann heißt es vermutlich wieder anders. So, ja, tut mir leid, Jojo, das war jetzt so nicht, also ich hatte eigentlich gedacht, ich kann einen lustigen Witz machen. Unter anderen Umständen eigentlich war der Witz auch witzig. Geht's dir gut? Was ist denn passiert? Jetzt erzähl doch mal. Ja, mir geht's gut. What the fuck? Naja, ich hab mir halt meine Quittung abgeholt, das war mir aber relativ klar, dass das so ausgeht und das ist auch nicht weiter schlimm. Wieso? Was ist denn, jetzt erzähl doch mal die Backside von dem Ganzen, das verstehe ich ja nicht. Naja, also ich hätte Alex direkt anrufen sollen und nicht warten sollen, dass wir Billy, erst denken, dann sprechen. Das sollte ich mir mal merken. Jetzt guck nicht so. Ist alles easy. Das sieht aber nicht easy aus. Naja, passt schon. Wir hatten doch aber überhaupt gar keine Zeit, um irgendjemanden zu rufen. Das ging doch alles ruckzuck. Wir hatten gerade eben die Tussi gesehen, da bringt er die schon um die Ecke und dann läuft er weg. Na, wir sind ihm ja noch ein Weilchen hinterhergelaufen und ja, so weiter. Ja, zwei Minuten. Ja, aber wir hätten... ich hätte die Scheißschießerei nicht anfangen dürfen und zumindest die zweite nicht. Bei der ersten, da war es schon fast zu spät, aber
ich hätte die Schießerei nicht anfangen dürfen und all solche Sachen, das war alles ein bisschen viel des Guten. Ist der jetzt auch sauer auf mich? Nein, der ist nicht mehr sauer, das ist schon alles okay. Ah, die haben dich jetzt verprügelt und jetzt ist gut, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Das ist ja harter Ton hier. Ja, normal halt. Das geht schon, das war okay. So normal finde ich es nicht. Ich kenne es nicht anders. Naja, jedenfalls habe ich uns einen kleinen Karton Mohrenköpfe mitgebracht, weil du ja gerne so Sachen isst und es tut mir leid, dass ich dir den auf die Nase gedrückt habe. Oh, jetzt guck nicht so, Billy, es ist alles gut. Kriegst du überhaupt noch Luft? Kannst du da schlafen? Na, da schnarchst du doch bestimmt, oder? Nee, es geht. Oder ist dein Biofilter auch gegen Schnarchen gewappnet? Nee, mein Biofilter ist nicht gegen Schnarchen gewappnet, aber es geht mittlerweile wieder. Also gestern, vorgestern war es schon noch nicht so cool, aber heute Nacht ging's. Bist du tamponiert worden und Billy versucht, Jojo so in die Nase zu gucken, muss ich ganz weit in die Knie gehen und dann so den Kopf drehen? Nee. Hat aber geblutet, oder? Ja klar, hat das geblutet. Scheiße. Heidewitzka. Ja, kacke, ey, dann machen wir besser nichts Verrücktes heute. Doch, die Haut geheilt und dann kriegst du schon wieder einen übergebraten, du Wurzelknecht. Na, ich mag doch bunte Farben. Ja. Auch die an meinem Körper. Blaue Flecke und ich zwick dich in den Oberarm. Sie schmunzelt. Oh, Mensch. Und bitte tu mir noch einen Gefallen, keine Umarmungen für die nächsten Tage, ja? Ja, ich denke mal, das ist besser. Ich deute eine Umarmung an, so wie zwei Niggas out of Bronx. Yeah, yeah, what up, man? So, und jetzt bin ich hier. Jetzt haben wir Mohrenköpfe und wir können noch was Verrücktes machen, mir ist das egal. Ich schäme mich nicht, so rauszugehen. Weiß ich nicht, wonach war die denn? Keine Ahnung, nur nicht langweilen. Keine Ahnung, nur nicht langweilen, alles klar. Ich habe die Tage nach viel Matrix-Zeug gesucht und jetzt steht mir ein bisschen die Luft nach rausgehen. Die Luft, die Lust. Hier steht die Luft nach Lust nach rausgehen. Ja. Wohin? Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hey, wieso? Du kennst dich doch aus in der Stadt. Wir gehen doch sonst immer nur in Sachen, wo ich gerne hin will. Wir ja, das auch Problem ist aber, wo du hin willst. Das Zeug, das ich kenne, befindet sich normalerweise alles in Gegenden, wo du nicht hin kannst oder nicht das hin möchtest. Das glaube ich nicht. Naja, gut, nicht alles, aber einiges. Was könnte man denn machen? Wir waren ja das letzte Mal in dem Vergnügungspark. Wir wollten eigentlich klettern gehen, aber klettern kannst du jetzt wahrscheinlich eh nicht. Nee, klettern möchte ich jetzt nicht so gerne. Sollen wir shoppen gehen? Okay. Wir können ja mal gucken, wo wir unser Geld anlegen. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen Geld bekommen, ne? Oh, ich weiß schon, wo ich mein Geld anlege. Wo legst du dein Geld an? Eine Sinn, damit ich dich auch mal besuchen kann. Okay, das ist eine Sache. Wir müssen da trotzdem noch was für die Seele machen. Shopping ist gut für die Seele. Ja, ich weiß. Ja, ich gehe ja mit dir. Man muss ja noch ein bisschen Geld ausgeben immer. Ich gehe ja mit dir. Und du musst mir noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Ich muss dir ein Geburtstagsgeschenk kaufen? Ja. Wann hast du denn Geburtstag? Wie? Wieso weißt du das nicht? Ich bin schon so lange da. Du bist gerade ganz leise, Düss. Echt? Jetzt besser? Jetzt ist besser. Ja, Ich sollte vielleicht einfach lauter sprechen. Ich wollte aber so eine Piepsystemme machen. Ich habe gesagt, jetzt bist du schon so lange meine Freundin. Du weißt immer noch nicht mein Geburtstag. Du kannst dich immer noch nicht dran erinnern. Ich mich an fast alles, aber irgendwie vergesse ich das immer. Dass du dich an fast alles erinnerst? Vergisst du immer? Ja, das auch. Also. Und Geburtstage vergesse ich immer. Da kann ich mich immer nicht dran erinnern. Ich habe schon mal überlegt, ob ich sie mir einfach mal eintätowieren lasse. Ja, das ist aber doof. Ja, das dachte ich dann auch, dass das so auffällig ist. Dann mache ich ein Kreuz dahinter. Ach so, ein Stern für geboren, ein Kreuz für verstorben. Dann hast du immer gleich Todestag und Geburtstag zusammen. Siehste? Naja, aber man soll den Toten ja nicht nachtrauern, ne? Das hat doch nichts mit Nachtrauern zu tun, das hat was mit Erinnern zu tun. Bist du Memento oder was? Hä? Den Film. Kenn ich nicht. Wie, du kennst Memento nicht? Ich kenne Memento nicht, was ist denn das? Es ist ein Film über einen Typ, der seine Frau verloren hat in einem grausamen Anschlag und dann, egal, kannst du ja das nächste Mal einfach die angucken. Da ist der Link im AR. Oh, cool, danke. Bitteschön. Jetzt, wo soll man shoppen gehen? Wo können wir denn schön shoppen gehen? In dem C-Gebiet hier in der Nähe. Was ist denn hier in der Nähe? In der Nähe ist schwierig. Irgendein Mall gibt's bestimmt, wo man hin kann. Naja, klar, Malls gibt's da auf jeden Fall, aber die richtig fette Mega Hyper X-Aktiv Giga Supermall. Wo wir hin können, beide. In einem C-Gebiet. Natürlich, klar, in einem C. Die sind, also da gibt es zwei Mega Hyper X-Aktiv-Teile in Sokol, aber es gibt auch hier kleinere Sachen in Don Sokol. Kann man nach Sokol fahren? Sollen wir nach Sokol fahren? Hier haben wir nichts Besseres vor. Fahren wir nach Sokol, ist doch okay, aber dann möchte ich mich nur eben kurz umziehen. Irgendwas, was die blauen Flecken verdeckt. Und sollen wir die eben noch die Nase pudern? Das sieht ja aus. Wieso? Das sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus. Das kann man aber noch verdecken hier, das sieht scheiße aus. Wieso? Da kommt am Ende noch eine Frau zu dir und sagt, dem Alten haben sie es hoffentlich auch gezeigt.
Na, dann werde ich Ihnen eine entsprechende Antwort liefern und dann ist okay. Außerdem gucken die Leute immer nur blöd, die sagen nie was. Ja, manchmal sagen sie aber was und dann ist man manchmal dann blöd. Dann mache ich einen auf Püppchen und behaupte, ich werde zu Hause verprügelt und dann ist alles gut. Ja, wer weiß, dann kommt der Artenschutz noch oder so irgendwas. Der Artenschutz? Ja, weil kleine Flöhe darf man nicht hauen. Oh, du bist so toll. Warte, ich ziehe mich eben um und dann ist gut. Mach mal. Und Billy kramt in ihrem Handtäschchen nach ihrem Schminkequipment und rennt ihr danach und versucht ihr die Nase ein bisschen noch abzupudern. Ja, also Jojo wird sich dann noch umziehen. Du wirst feststellen, dass ihr gesamter Oberkörper voller blauer Flecke ist. Einige sehr ausgedehnt. Mit was haben die dich denn verprügelt, verdammt? Wieso? Au, halt das mal. Genau eben, deswegen. Was halte ich denn gerade? Du hältst ihr gerade ein T-Shirt hoch, damit sie da leichter reinkommt. Oh, ich halte jetzt T-Shirt. Das geht ja einfach nein, für mich. Nein, eine Bluse ist noch besser. Irgendwie so eine kurzärmige Bluse ist noch besser. Die kann man nämlich zuknöpfen und das ist dann einfacher. Richtig, da musste ich auch nicht mehr rausquälen. Richtig. Ist das Gang und Gäbe? Ist das harte Liebe oder was? Magst du sowas, wenn du verdrescht wirst? Hä? Also, wo sind wir jetzt genau dran? Bei dir und deinen blauen Flecke. Ja, das weiß ich doch. Ich habe gefragt, ob du doch drauf stehst, zufällig. Du bist like, ja, schlag mich, kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Schwein, Schmetterling. Ich stehe auf vieles. Nee, so krass, das wäre mir dann doch ein bisschen zu krass. Nee, es ist okay. Also, es ist halt so. Naja, so cool ist das nicht. Hast du mal wieder was von Guso gehört eigentlich? Nee, der ist im Moment nicht da. Immer noch weg. Ja, der ist immer noch weg. Der hat aber gesagt, dass er länger wegbleibt. Na dann, okay. Will ich jetzt gar nicht so groß stören danach fragen. Du störst doch nicht. Wieso denn nicht? Wieso willst du denn stören? Keine Ahnung. Halt das mal eben bitte. Ich halt. Die knöpft die Bluse zu. So halbwegs. Und Die haben dir aber nichts gebrochen, bis auf die Nase, oder? Ich glaub nicht. Warst du damit beim Doktor vielleicht anschließend? Nee. Wieso nicht? Warum? Innere Verletzungen zum Beispiel? Nee, so krass ist es dann nie. Dann nie. Wie also ihr rechter Rippenbogen sieht aus wie... Also nicht mehr blau, der ist schon braun. Das ist schon ein paar Tage her. Ich meine nicht das Braun, zu dem sich das Blau entwickelt, wenn es ein paar Tage her ist, sondern wenn tiefer liegende Blutgefäße ein bisschen größere geplatzt sind und so richtig schön dunkelbraun ist, weißt du? So ein richtig ordentlicher Oschi. Auch angeschwollen wahrscheinlich. Ich sag ja großflächig. Ja. Ich meine bloß von wegen innere Verletzung. Nee, das ist so hart ist es nicht. Ich kann mich nicht bewegen, aber sonst und atmen seit gestern wieder, aber sonst alles cool. Und dann kurz mal Billy mit Blut ins Gesicht gehustet. So nach dem Motto. Die Lunge ist wahrscheinlich nicht kaputt. Wahrscheinlich. Wissen tust du das aber nicht. Sticht immer so ein bisschen, wenn die Rippen gebrochen ist. Das weißt du ja, ne? Sagen wir mal so, ich kann noch atmen. Ich habe keine Erstickungsanfälle gekriegt, das ging noch. Die Lunge ist noch okay. Schweinepriester, ey. Und das ist dann, wie sie Danke sagen, oder was? Wieso Danke? Hallo, wir haben immerhin die Daten von denen da rausgezogen. Ach, pass auf, Billy, es war einfach zu viel. Ich hab's übertrieben. Das hätte nicht passieren dürfen. Wenn sie das okay dafür gegeben hätten, wäre es okay, dann wäre es in Ordnung gewesen, aber nicht ohne Einverständnis. Ja, aber als du den Spike abgeknallt hast, dann war ja auch keine Rede davon, dass du den Spike abgeknallt hast. Das war aber eine ganz andere Situation. Wieso war das eine ganz andere Situation? Das war Notwehr. Du hast dich da auch nur selbst verteidigt. Ich habe den Eingänger dann abgeknallt, ja, weil er dich zwischen hatte. Aber dann hätten wir theoretisch abhauen müssen und uns die auf diese zweite Schießerei hätten wir uns nicht mehr einlassen dürfen. Damit die uns verfolgen, uns in den Rücken schießen oder ins Genick oder in den Kopf? Die hätten uns nicht verfolgt und hätten uns auch nicht, die hätten uns nicht gesehen. Wir hätten einfach direkt abhauen sollen. Na, aber sicher hätten die uns gesehen. Naja, er hat noch so 5 Minuten, wo sie versucht hat, einen Arm abzureißen. Außerdem. Ja, den Arm haben wir ja gebraucht, Mann. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen den Fleischern und den Spikes. Die Spikes und die Falcons haben eine ziemlich offene Feindschaft. Mit den Fleischern ist das nicht so. Und die Spikes sind einfach mal Noobs. Das sind Idioten, das sind Trottel. Das sind Trottel, denen man Baseballschläger in die Hand gegeben hat. Mehr ist das nicht. Das ist bei den Fleischern anders. Die Fleischer sind wesentlich größer, die sind besser organisiert und das sind richtige Arschlöcher, wenn die wollen. Und, was kriegen die Falcons jetzt Stress mit den Fleischern? Wissen vielleicht, ich weiß ja wahrscheinlich nicht, aber es ist halt, es kann gut passieren, es hätte gut passieren können. Ah. Deswegen.
Ich kenne mich da ja nicht aus. Also nach meiner Auffassung haben wir nach Notwehr gehandelt. Dachte ich jedenfalls. Nicht so richtig. Na, schon irgendwo ein bisschen. Die haben immerhin eine Nutte von Valeria abgemurkt. Aber damit haben wir nichts zu tun. Das ist Wallis Ding. Damit haben wir nichts zu tun. Ich schon. Ich kenne die ganzen Mädels, ich kenne auch Xenia, die ist zwar eine dumme Schrulle gewesen, aber nichtsdestotrotz, ich kenne Wally gut genug, um zu wissen, dass das, was wir da gemacht haben, richtig gemacht haben. Und das hat uns auch Wally gesagt. Billy, das ist Geschäft. Was ist Geschäft? Diese ganze Sache mit der Nutte und der ganze Kram, zumindest ich hätte mich da nicht einmischen dürfen. Das ist Geschäftskram, da habe ich nichts mit zu tun, da darf ich nichts mit zu tun haben. Ich rede mal wieder eine Wand. Ich weiß, es ist ja okay. Ich will ja gar nicht diskutieren. Nein, ach Mann, das hat auch damit nichts zu tun. Ich verstehe doch schon, was du meinst. Und ich... Ich verstehe es ja. Und sonst, wenn ich es nicht verstehen würde, hätte ich es nicht gemacht, verstehst du? Dann hätte ich gesagt, ruf Wally an und lass Wally ihren Scheiß alleine klären. Ja. Ich erkläre doch nur, was der Grund dafür war. Das ist sonst nichts. Ja, aber es sind jetzt keine Folgeschäden entstanden, nicht nur jetzt bei dir physisch, sondern auch mit der Beziehung zu den Leuten bei dir, oder? Nee. Hä? Alter, ich weiß ja nicht, die haben dich jetzt vielleicht ehrenentmachtet oder so irgendwas, keine Ahnung. Nein, ach Quatsch, ihr habt da doch nichts zu melden. Ja, das ist schon klar, aber du bist ja immerhin die Ziehtochter von Alex, wenn ich dich richtig verstanden habe. Na, nicht so richtig, aber ja, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nein, ich habe zwar viel mit denen zu tun, aber nein, ich bin keine Gängerin und deswegen hab das da auch nichts. Wie, du bist keine Gängerin? Also entschuldige bitte, du warst in St. Petersburg, warst du bei einer Gang, also bist du doch noch eine Ex-Gängerin, dann mindestens mal von deiner Ex-Gang. Die gibt's nicht mehr. Oder nicht? Ja, also deswegen sage ich ja von deiner Ex-Gang. Nichtsdestotrotz, wenn man einmal eine Gängerin ist, so viel weiß ja selbst ich, einmal eine Gängerin, immer eine Gängerin. Da werden Blutfäden über Jahrhunderte hinweg, na, vielleicht Jahrhunderte nicht, aber weiß ja, Jahrzehnte hinweg werden Blutfäden zwischen denen ausgedingst, oder nicht? Oder ist das alles nur Gerüchte aus dem Trivid? Na, man hat so die Gangs, mit denen man halt kann, man hat die, mit denen man nicht so gut kann, und man hat die, denen man besser aus dem Weg gehen sollte, sagen wir es, also, um Konflikte zu vermeiden, ja. Keine Ahnung, also dass da irgendwas über Jahrzehnte ausgetragen wird, kann ich nicht viel zu sagen, weil ich ehrlich gesagt keine Gang kenne, die so alt ist, dass man von sowas reden könnte. Naja, also das heutzutage, weiß ich nicht, was da vergleichbar ist in Moskau, aber bei den Amis gab es doch damals die riesen Battles immer zwischen den Bandidos und den Hells Angels, oder nicht? Oder zählen die nicht als Gang? Gangs. Das sind aber sicher sind das Gangs, das sind Motorradgänger. Das waren Motorradclubs damals und jetzt mal ganz kurz OT gefragt, gibt's die Hells Angels noch in 2080 in Shadowrun? Haha, gute Frage, ha? Zumindest sind sie nicht so bekannt, dass sie dir, also die waren bestimmt der Anfang, so Vorbild für viele. Wenn es die noch gibt, dann spielen die im Gegensatz zu anderen internationalen Gangs, die ja schon fast eher Syndikate sind, keine Rolle. Und wenn es die in Amiland noch gibt, naja, in Amiland kann sein, aber die sind halt, wenn, wirklich so klein, dass Billy das nicht weiß, ob es die noch gibt. Ja, okay, Billy weiß es nicht, aber ganz ehrlich, die Hells Angels gibt es nicht nur in Amerika oder die gibt es ja auch in Deutschland. Frankfurt sehr stark aktiv. Das ist richtig. In Moskau hast du von keinen Hells Angels und Bandidos gehört. Ja, okay, die wird es wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, ob es die Bandidos oder die Hells Angels in Russland gibt heutzutage, aber definitiv ich glaub, die Hells Angels. Ich glaube, da gibt es eher gute alte Skinhead-Nazi-Schläger-Gangs. Ja, Screwdrivers. Yep. Nee, aber das wollte ich jetzt halt, also weiß nicht, Billy wird nicht so viel drüber wissen, aber so Sachen über so altes Das ist Zeugs. Vollkommen okay, aber du weißt nicht, ob es die heute noch gibt. Ja, nein, also sicher gibt's sowas, aber ich meine, die Falcons gibt's halt auch schon lange, aber die anderen Gangs halt nicht, weißt du? Aber ich hatte dich doch richtig verstanden und das, also soweit ich mich ja noch da auskenne, die Fleischer gehörten doch größtenteils zu den Sag's mir schnell zur Worry, oder? Na, viele der Fleischer waren mal War, aber die Worry hat sich ja hier ziemlich zerschlagen. Jo. Und einige der Mitglieder der Fleischer waren bei der Worry, ja, aber das, wieso fragst du das? Ja, sind die da eigentlich ab wegen irgendwas oder wurden die verstoßen oder? Die sind nicht verstoßen worden. Es gab innerhalb der Worry in Moskau ziemliche Konflikte. Worum es sich da genau gedreht hat, weiß ich auch nicht. Aber die haben sich halt
irgendwie, wie gesagt, untereinander ziemlich gefetzt. Dann gab es irgendwie einen riesigen Krieg quasi innerhalb der Wari und dann hat sich das Ganze zersplittert in die wahre Wari, die Wari von Yegor und naja, dann die anderen, die halt irgendwie mit allem nicht einverstanden waren, haben sich dann halt verteilt auf die hiesigen Gangs, beziehungsweise viele sind halt dann zu den Fleischern gegangen oder haben sie dann mitgegründet, wie auch immer und ja. Und jetzt der Typ, der uns die Dings gegeben hat, die Fake Sins, war jetzt was? Das war die Wari von Yegor. Also nicht die wahre Wari. Genau, nicht die wahre Wari. Also diese Wari, mit der wir zu tun hatten, sind halt eher auf Geschäfte und Handel und solche Sachen aus, während die wahre Wari, die würden mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Das ist halt so ganz klassisch mit ne, nur die Harten kommen in den Garten und Frauen gehen da schon mal gar nicht und so weiter und so fort. Die würden nie mit uns arbeiten. Allein deshalb, weil wir Frauen sind. Du hast gerade... Naja. Ja, ich habe gerade gesagt, dass du ja, eine Frau bist. Ich weiß, cool, dankeschön. Ist so lieb. Ich habe eine Träne im Knopfloch wieder. Lass uns doch mal ins Auto steigen, wir können ja noch... Bist du jetzt fertig angezogen mal? Ja, ich bin fertig angezogen. Und dann kommen wir, fahren mit dem Pink Panther oder sollen wir mit der Bumsmurmel... Nee, mit der Bumsmurmel, die ist nicht umgespritzt, oder? Nee, die ist noch nicht umgespritzt. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Dann lass mal mit dem Pink Panther fahren, wir sind ja nicht auf irgendwie Stretch aus. Sind wir eigentlich ja nie. Und dann kannst du mir erstmal bei der Fahrt das vielleicht ein bisschen in billigerechten, auffassbaren Häppchen erklären. Was willst du denn genau wissen? Ja, wie gesagt, also ich raff das immer nicht, dass du die Hucke vorgekriegt hast. Na, pass auf. Warum hast du denn verstanden, warum das Probleme gegeben hat? Naja, weil es wahrscheinlich, wenn das rauskommt, dass du irgendwie mit den Falcons verbämbelt bist, dass dann wahrscheinlich die Falcons... Genau, es bestand halt einfach die Gefahr, dass... Also die Fleischer haben sich da halt schon in Geschäfte eingemischt, die sie nichts angehen. So. Aber dadurch, es ist halt das eine, sich in Geschäfte einzumischen, es ist das andere, einen Gänger umzulegen. Und das haben wir getan. Wir haben drei schlicht und ergreifend über den Jordan geschickt. Du hast einen den Arm abgerissen. Bitte tu das mal hier nicht so bagatellisieren. Es wurde nicht abgerissen, er wurde abgeschossen und abgeschnitten. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, und dann noch mit dem Fuß auf die Brustkorb. Sag mal, warum eigentlich hier nochmal ein Spielleiter, während Jojo Billy was erzählt? Weil hier diese Bagatellisierung, das ist unglaublich. Wir sind ja in Shadowrun, also jetzt sei mal nicht so zimperlich, Kollege. Sag mal, was hat denn diese verfickte Bagatellisierung damit zu tun? Glaubst du, Jojo stellt jetzt ihren Fuß auf den Tisch und sagt, ich habe einen Arm abgerissen? Ich hätte das gern gehört. Dankeschön. Mach doch weiter ohne mich. Tschüss. Der Spielleiter hat einen Hissy-Fit. Ja, ich glaub's auch. Ich glaube, du hast eine Periode. Du brauchst überhaupt nicht immer meine Stimme einzuspielen. Aber du kannst es viel besser als ich. Ja, das stimmt wiederum. Naja, auf jeden Fall, genau. So, und ich sag mal, da herrscht so eine Art, oder herrschte so eine Art Waffenstillstand. Friede will ich es nicht nennen, aber Waffenstillstand. Und der war aber halt immer recht kipplich. Das ist so eine Sache, mit die haben uns in Ruhe gelassen, wir lassen sie in Ruhe, sie mischen sich nicht in unsere Geschäfte, wir mischen uns nicht in ihre Geschäfte. Stop right there, don't move. Da ist der Punkt, da ist der springende Komma, ja. Der hüpfende Komma, das der springende Punkt, ja, und alles überhaupt begraben. Ja. Moment, nee. Da ist ja wohl jetzt ganz klar rausgekommen, dass die Herren von uns zu Fleischer sich bei den Falcons aber ganz gewaltig eingemischt haben. Und Jojo, jetzt spiel mal bitte nicht die Bagatelle herunter, ja? Ich spiel die Bagatelle herunter. Spiel mal die Bagatelle genau. Nicht herunter hier. Die Bagatelle herunter. Das was mit dem Scheiß zu tun hat, auf den wir auch schon gestoßen sind, als wir Snappys Bruder gesucht haben. Ne? Also hier irgendwas mit wie hießen sie denn gleich wieder? Helf mir doch mal. Hä? Wie heißt denn der Scheißkonzern gleich wieder, der die Versuche mit dem Zeug gemacht hat?
Na, Konzern weiß ich nicht, aber das war das Projekt Troja, wovon du redest. Ja, okay, Projekt Troja, aber da war doch ein Konzern hinten dran gehangen. War das Rabutnik oder war es nicht Rabutnik? Ja. Es wurden Rabutnik-Mitarbeiter entführt. Die Medikamente, okay, die ihr gesehen habt, waren von Jetkin und Irkast 2. Irkast 2, ja. Dankeschön. Irkast 2, ja. Super Spielleiter. Ich liebe den Spielleiter. Danke, Spielleiter. Das so weiß gut. Jojo, weil sie ein fotografisches Gedächtnis hast und du, weil du die Daten noch hast. Ja, stimmt auch wieder. Egal. Auf jeden Fall, nein, das wissen wir aber nicht. Was wissen wir nicht? Dass das wirklich was damit zu tun hat, das wissen wir nicht. Dann wäre das vielleicht ein Ansatzpunkt. Da können wir nochmal weiter überlegen, ja. Das würde ich auch unheimlich gerne tun, weil wir dringend mehr über diese ganze Scheiße rausfinden müssen. Ganz, ganz dringend, aber... Aber wirklich. Um jetzt nochmal zum Punkt zurückzukommen, wie gesagt, das gab da halt schon mal immer wieder Probleme und so weiter und so fort, aber es gab halt kein großes Abgeschlachte, so wie wir es da veranstaltet haben. Ach komm, wir haben doch nur ein bisschen Barbecue gemacht. Ja, aber das ist... Nichts Gravierendes. Ja, aber sowas nehmen einem die Leute echt übel. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, wie hat denn der Scheiß angefangen zwischen den beiden Karussellen da? Also ich meine... Das weiß ich nicht. Wissen wir nicht, okay. Doch, ich hatte es dir irgendwann mal gesagt. Soll ich es dir nochmal kurz wiederholen? Das wäre nett, wenn du mir nochmal kurz wiederholen würdest, weshalb es da diese Riesenprobleme Selbstverständlich, gibt. Selbstverständlich. Also außer, dass ich weiß, dass die mit zwei gegensätzlichen Worries arbeiten. Und das okay. Das weißt du aber nur outgame. Was du ingame weißt, ist, dass es nicht nur, also es war immer so hin und her zwischen wackeliger Frieden und einigermaßen gute Geschäftsbeziehungen. Also die Fleischer haben Drogen und zum Teil Waffen von den Falcons bekommen in guten Zeiten. Und dann war es halt mal wieder ein bisschen schlechter. Und zurzeit war es schlechter vor allen Dingen, weil die Falcons gesagt haben hier, die Fleischer gesagt haben, Alter, eure Preise sind viel zu hoch, wir wollen die ganze Scheiße billiger. Und da gab es einfach bei so Verhandlungs- und Kurierverhandlungsgesprächen, gab es schon harsche Worte und auch zwei Schlägereien. Da hat man manche Kurierfahrt dann auch erstmal ausgesetzt. Zusätzlich muss ich kurz überlegen, da war nämlich noch irgendwas. Okay, ich entsinne mich daran, aber so genau hast du es mir nicht erzählt. Okay, Entschuldigung. Ingame weiß Jojo, das habe ich hier, hat dir jemand erzählt. Jegor hat dir das erzählt, Jegor. Und dann war da noch über irgendwas Wichtigeres. Das hast du vergessen, bis es mir wieder einfällt. So viel zum Thema fotografisches Gedächtnis, ne, Jojo? Ja. Hat sie sich's aufgeschrieben? Nein, aber wenn ich mir jeden Scheiß, den du mir irgendwann mal sagst, aufschreiben würde, würde meine Wand bald vollgeschrieben sein. Dann würde ich dachte, wir schreiben, spielen müssen. Ich dachte, wir schreiben die Annalen. Es passt aber nicht alles um meine Rosette herum. Ich weiß nicht, wenn wieder. Entschuldigung, also hier, Annalen, mach das ruhig noch mit der Rosette fertig. Nee, das war jetzt, du hast unterbrochen, es ist aber auch okay, das ist kein Problem, du hast ja dir erst was eingefallen. Oh, dankeschön. Bitteschön. Die Falcons sind ja auch, die machen ja nicht nur Schmuggel, sondern die nehmen ja auch mal den einen oder anderen Laster, der nach Moskau rein oder aus Moskau rausfährt, auseinander und verhökern dann die ganze Scheiße in Schofrino. Und die wurden, nachdem sie so einen Laster gekidnappt haben, von anderen Leuten überrumpelt, da gab es keine Toten, nur ein paar Verletzte und die mussten sich dann halt zurückziehen, also die Falcons. Und man weiß nicht, ob das die Fleischer waren oder irgendwelche anderen kleinen asozialen Dreckswichser, was sich nicht gehört. Und da war jetzt halt schon echt so das Ganze relativ schwierig. Gut. Also gespannte Situation zwischen den beiden. Genau, Jojo erklärt Billy das jetzt. Naja, auf jeden Fall so und... Wir haben halt da ziemlich einen draufgesetzt. Ich meine, ich bin kein Mitglied der Falcons. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Es ist zwar durchaus vermutlich für Leute, die es wollen, rauszukriegen, dass ich da irgendwie viel rumgeistere, aber ich bin halt kein Mitglied. Ich hoffe mal, dass das jetzt keine schwerwiegenden Konsequenzen hat, aber das ist halt letztendlich der Grund dafür. Und ja, dann habe ich einmal die Hucke voll gekriegt, aber dafür ist jetzt auch Ruhe. Dann gibt es nämlich kein Rumgezicke mehr und dann ist alles gut. Ja, aber rein theoretisch, wenn ich es richtig verstehe, heißt es, da ist ein potenzielles Follow-up der Fleischer als Rachefeldzug dann doch eventuell mehr als nur wahrscheinlich. Mehr als nur wahrscheinlich nicht zwingend. Es kommt halt jetzt drauf an, wie sie das Ganze sehen. Ich meine, die werden jetzt primär erstmal sauer auf uns sein. Das heißt, wir sollten uns da nicht mehr blicken lassen. Jo, jedenfalls bis Gras über die Sache gewachsen ist, oder? Bedeutet halt auch so viel wie, ich kann, werde mit, mich mit Anatoli oder Danilo erstmal woanders treffen müssen. Aber, Wieso, sind die immer in der Bar, wo der Krummkampf stattfindet, die Fleischer? Die sind da ziemlich viel, ja. Ich wusste das nicht.
Die haben teilweise bei diesen Grubenkampfsachen durchaus ihre Finger mit im Spiel. Deswegen sind die da viel unterwegs. Naja, auf jeden Fall, ja, das ist so das Gros dieser ganzen Sache. So, und ich sag mal, dass jetzt Alex war jetzt nicht übermäßig sauer, oder was heißt übermäßig sauer, aber es war okay. Naja, also wenn ich die ganzen Flecken jetzt soweit gesehen habe, dann will ich nicht wissen, wie er ist, wenn er sauer ist auf dich. Na, es war schon mal schlimmer, sagen wir es mal so. Wie war schon mal schlimmer? Na, es war schon mal schlimmer. Du hast schon mal schlimmer die Hucke voll gekriegt als das. Natürlich. Gerade in der Anfangszeit, als ich nach Moskau gekommen bin, natürlich. Wieso, hast du da mehr Fleischer die Arme ausgerissen oder was? Nein, aber ich war halt... ich war halt ganz neu irgendwie hier und ich kannte nur das Leben meiner alten Gang und das war ein bisschen anders und da waren die Sachen ein bisschen anders und meine Zündschnur war ein bisschen kürzer und naja, sagen wir es mal so, viele Dinge regeln sich da halt einfach mal nicht mit einer Schrote und das ist auch ganz gut so, sondern anders und ich bin halt einfach mal ein Hämfling, um es mal auf den Tisch zu bringen oder den Autositz, ne? Boah, dieses Auto ist unbequem. Was? Entschuldigung, ich kann nicht gut sitzen. Das hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern dass dir der Arsch versohlt wurde. Und Flummi. Nicht im guten Weg. Ja. Also, okay, Jojo hat das jetzt schon gesagt, aber dir ist bewusst, dass du in einer Art Limousine sitzt, wo die Sitze sich vom Weichegrad schon allein einstellen lassen. Natürlich und alles, weiß ich, dass das so ist, aber sie kann gerade nicht gut sitzen. Dieses Auto ist das Gegenteil von unbequem. Es ist besser als alles, wo du je drin seitdem du in Moskau bist, je drin gelegen hast. Alter, das ist mir vollkommen bewusst, dass dieses Auto eigentlich eine Oase ist. Ich lass ja viel auf mir sitzen, aber wenn du nochmal Billys Auto als unbequem bezeichnest, ja? Hallo, Alter. Dann fährt man mal durch ein Schlagloch oder irgendwas. Das ist das spürst unbequem. Du gar nicht im Audi. Dieses Auto, wenn das durch ein Schlagloch fährt, was nicht ein Meter tief ist, kannst du das gar nicht bemerken. Ach so. Ja, ein Meter tief ist übertrieben. Aber ich meine, es ist eine Limousine und ihr fahrt doch jetzt auf der Schnellstraße. Alter, dieses Auto ist perfekt dafür. Seit wann machst du eigentlich mein Auto so gerne? Es ist eine Limousine, komm schon. Sag mal, krieg dich mal ein, ey. Was ist denn los mit dir? Ich wollte einfach mal ein bisschen Stress machen. Hallo? Der hat so viel Geld ausgegeben, der Düst, für das Auto. Ich musste das jetzt mal verteidigen. Das ist voll lieb und dazu ist es noch ein Audi. Stimmt. Ja, Schleichwerbung für Audi. Ich liebe Audi. Audi ist geil. Ich mag ja mein Fahrrad. Du Fahrrad. Hast keins. Klar habe ich ein Fahrrad, ich benutze es noch nicht. Siehst du, das passiert, wenn du dich permanent einmischst, wenn wir uns gerade unterhalten. Irgendwie sind wir dann völlig raus aus der Unterhaltung und die Unterhaltung stoppt. Du bist so ein Arschkind. Wart doch durch, du hast gerade bemerkt, wie unbequem das Auto ist. Das war, nee, entschuldige, ich muss ihn jetzt in Schutz nehmen und nicht, weil er mein Auto verteidigt hat, sondern einfach nur, weil ich ganz kurz mit meiner Perle reden musste, weil die ist gerade heimgekommen und ich muss ja auch irgendwann mal ein Privatleben wieder haben. Das hast du 6 Tage die Woche. Nee, ich habe ja die an 5 anderen Tagen habe ich meine anderen Podcasts. Ach so, du gehst fremd, sagst du? Wie, ne, mit euch gehe ich fremd? Ihr seid ja nur die Nutte. Ach so, alles klar, willst du die wenigstens mal anhören? Ich würde die gerne mal anhören. Oder so, ne? Ich mache das nur Spaß. Ja, ich bin käuflich, aber nur, wenn der Preis stimmt. Ja. Und deiner stimmt momentan nicht. Wieso? Was habe ich denn geboten? Zu wenig. Einmal die Kiste Trockenfisch ist immer noch nicht angekommen, so sieht sie nämlich aus. Das auch. Ja, ja. Den Wodka habt ihr eingestrichen, aber auf den scheiß Fisch steht hier, oder was? Natürlich. Wir sitzen im Auto, wir unterhalten uns über die Gedöns und wir kommen dann irgendwann im Einkaufszentrum an. Und ja. Gern. Also ihr kommt an. Die Mall ist halt voll. Mega hyper X aktiv, gigantisch. Die ist. Die ist nicht so super. Was haben wir überhaupt für einen Tag? Warte mal. Ist es Mittwoch? Ich hab wieder mal nicht voll sein. Mittwoch. Es gibt so viele Menschen in Moskau. Die es gibt unendlich viele Menschen in Moskau, aber das Ding ist doch so groß gebaut, dass es ein Komfort-Einkaufserlebnis bietet. Deswegen seid ihr doch in die größten gefahren, damit ihr eben nicht übelst drängen müsst, sondern... Ja, und in die Sinnkontrolle. Ja, in fast allen Läden. Also wenn du jetzt nicht Mittelschichtkleidung kaufen willst, ist das okay. Gut. Also bezahlen müsst ihr dann halt Billy und du gibst dir das Geld auf den Credstick, aber ja. Gut. Das ist easy. Du hast dort halt in der Mall auch alles... Alles außer Waffen, Sprengstoffen und weiß ich nicht, aber du hast eigentlich halt im Wesentlichen keine alles. Waffen?
Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Schweizer Taschenmesser, doch, ja. Russisch Taschenmesser, bitte. Wir haben hier einen gewissen Volksstolz zu vertreten, ja? Also ich nicht. Also ich schon. Es sind also russische Taschenmesser original hergestellt in mit Sichel und der Schweiz. Bense. Ja. Sichel und Hammer, so rum, mein Gott. Da verbesserst du mich jetzt mal wieder nicht, ne? Ging zu schnell. Akzeptiert. Ihr habt alles. Ihr habt zusätzlich natürlich einen Haufen Fressstände und, wie gesagt, sehr viel Platz. Also ein, zwei Brunnen neben den Rolltreppen und so. Es ist halt schon ein ordentliches Gerät, was ihr da habt. Auch ausreichend Sitzmöblierung für Männer oder andere Einkaufsunwillige, die aus irgendeinem Grund mitgekommen sind, weil sie dumm sind. Oder Menschen, die sich ausruhen müssen, bla. Ihr habt alles überall übergantisiert. Billy, du darfst mal bitte kurz deine Firewall würfeln und echt? Ja, bitte. Und ich muss die echt würfeln? Die musst du bitte echt würfeln. Und es ist alles klatschbunt, überall Spam. Also euer Comlink braucht, also Jojo, dein Comlink braucht ein paar Sekunden, um sich einzukriegen. Und auch dann wird der Spam-Filter nicht hundertprozentig gut arbeiten, weil es einfach halt die Spam-Zone ist. Data Processing, nur sechs Würfel? Firewall, hast du sechs Würfel? Das glaube ich jo. Nicht. Doch, ich schon. Charisma ist aber nicht Firewall, jo. Oder? Nein, ich hab eine Firewall auf meinem Transys Avalon, habe ich eine Firewall. Nee, die sollst deine Technomancer Firewall so. Ach so. Dein Comlink ist mir scheißegal, dein Comlink, das hat eine 6er Firewall, ja, dein Spam-Aufkommen auf dem Comlink ist nicht so groß. Moment, was ist denn meine Firewall? Willenskraft 4, okay, hab's. Mhm. Ach, und Jojo, ich würde dir nicht empfehlen, das weißt du aber auch so, in der Zone, awesome, in der Zone rumzulaufen mit ganz sinnig AR, sondern nur sehen, weil sonst wirst du dir denken, ich habe plötzlich den Geschmack eines Stuffer-Burgers im Mund und ich möchte unbedingt einen essen, zum Beispiel das, was Billy sich jetzt denkt, plus. Nee, sie hat nur, Jojo hat nur sehen und Sicht hören, an. Ich verstehe. Ja, Sicht und Hören, wenn überhaupt, wenn sie das zu sehr nervt, dann macht sie das auch aus. Okay, Hören geht noch. Düs. Ja. Das ist eine Spam-Zone. Es ist wie, als würden... Du kennst doch das Irrenhaus von Asterix und Obelix, ne? Ja, wunderbar. So, stell dir das vor, mit nur Beamten voll, so richtig voll gedrängelt und davon fünf gleichzeitig, wo jede einzelne dieser Personen dich auf einmal zulabern. Das ist das Spam-Aufkommen, was gerade auf seine Technomancer-Persona einprasselt. Alles will mit dir zu tun haben, auf einmal in 75 verschiedenen Weisen. Es ist furchtbar. Stuffer-Burger. Stuffer-Burger mit der ordentlichen Zahncreme. Außerdem noch Steiner Seafood-Comlink, alles auf einmal. Nachrichten, Personas von anderen Leuten, Drohnen, die da rumfahren, alles spammt. Und ganz zum Schluss, ganz wichtig, Bacon. Bacon. Also es ist schon echt ganz schön krass. War eine scheiß Idee, hierher zu kommen. Ich will gerade alles und noch mehr. Was ist denn los? Komm mit. Hier ist sehr viel Matrix. Eigentlich zu viel. Dann machst du aus. Oh, verdammt. Ich weiß, was dagegen hilft. Was denn, Alkohol? Ja. Gute Idee. Nein, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dann leitet das verleitet noch viel mehr zu irgendwelchen... Quatsch, das hilft. Mhm. Ich glaube nicht. Also das müsste ich ja wohl wissen, dass definitiv Alkohol nicht unbedingt zuträglich für meinen Geist ist. In dem Sinne, mit Konzentration und Matrix-Abschottung und so. Ist das eine Frage an mich? Nein, es ist ein Statement in die Runde. Das ist, ja klar. Ich dachte, eigentlich wollte ich auf Essen hinaus. Stuffer-Shack-Burger mit Soja-Cheese und Soja-Bacon, awesome, ja. Alles klar, holen wir dir. Let's go. Nee, wisch, die Reinigungsflüssigkeit ist fast leer. Ich muss zurück zur Ladestation. Nur so super. Nebenbei, ich werde dich jetzt ab und zu mit sowas noch nerven. Okay, schön, dankeschön. Oh ja, die Reinigungsstation ist alle von der Drohne da drüben übrigens. Hä? Die da drüben, die Drohne, deren Reinigungsflüssigkeit ist alles. Das ist doch nicht mein Job, ich sag's dir ja nur, was ich, ne? Aber was hab ich damit zu tun? Weiß ich nicht, ich sag dir's doch nur, ich muss mich kundtun. Ach so? Wo gehen wir denn jetzt hin, bitte auf Essen? Also Essen ist nein, ja erstmal Essen. Wir sind ja jetzt zum Essen hier, oder? Ja, weswegen sind wir denn hier? Du wolltest doch shoppen gehen, aber ich kenne mich doch mit Shoppen nicht aus. Wie sieht's denn mit Kleidung für dich aus, Ich habe einen Schrank voll, aber wenn du willst, wir gehen gucken. Ja, warte mal, was gucken? Wir gucken mal. Oh mein Gott, Japano-Kitty-Style ist so in. Jeder liebt Japano-Kitty-Style. Ihr braucht bunte Schleifen und ganz viel Kitty-Kitty-Kitty. Oh yeah, mit kurzen Röcken. Und der richtigen Frisur natürlich auch.
Flummi, das war eine scheiß Idee, mit dem ins Shoppingcenter zu gehen. Jetzt hat er ja noch mehr Gründe zu labern. Also hättest du besser gewürfelt, hätte ich ihn nicht gehabt, aber ja. Nee, wieso? Das ist doch jetzt mal wunderbar. Ich habe nicht immer nur Würfelglück, ne? Ja. Nachdem du dich das letzte Mal so pikiert hast da drüben. Ja, Flummi beschwert sich nie. Die ist immer ganz lieb. Niemals. Die freut sich immer, wenn sie patcht. Wenn sie patzt, glitscht. So, ja, da freut sie sich immer riesig. Das ist toll. Ja. Eigentlich will sie ja nur Aufmerksamkeit damit. Was? Möchtest du was von Japano Hello Kitty? Was? Nee. Goodbye Doggy? Hä? Goodbye Doggy? Das ist die neue Japano Marke. Goodbye Doggy. Guck doch, der süße Hund mit den Schlappohren, der das Einschussloch auf dem Kopf hat. Das doch eher was für dich. Was? Nee. Warum denn nicht? Du, ist das was für mich? Du hast doch den Smiley mit dem Einschussloch. Das T-Shirt. Ja, und deswegen brauche ich doch keinen Hund. Ich sammle Smileys, Baby. Emoticons sind voll gut. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Aber das sowas passt doch viel besser zu dir. Ich meine, mach doch mal einen auf Brave. Keine Ahnung was. Das steht dir bestimmt gut. Puh, ich muss doch die Bitch sein. Warum? Ich will mal sehen, wie du aussiehst, wenn du richtig brav und lieb aussiehst. Oh Gott, sollen wir mal... Und unschuldig. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt mal hier Trachten anprobieren. Trachten? Ja, russische Volkstrachten. Alles komm, klar. Da vorne ist der Shop. Das sind gerade 100 Meter von hier um die Ecke rum. Alles klar, okay. Wir gehen Trachten anprobieren. Alles klar. Können wir mal ganz kurz Pause machen gleich? Wieso? Sagt sie. Ich muss nur ein bisschen Luft holen. Wieso musst du Luft holen? Sag nicht, dass das. Was denn? Was? Warum musst du Luft holen? Weil so schnell laufen anstrengend ist. Da wären wir wieder beim Thema. Ich dachte, ich wäre die Bitch. Und ich im Moment nicht so gut damit darin bin, tiefe Atemzüge zu nehmen. Na gut, dann nehmen wir uns doch und hocken wir uns doch lieber erstmal ins Staffer-Scheck darüber. Ja, das finde ich gut. Und ich krieg meinen Burger mit Bacon. Kaufen Sie jetzt unseren Meta-Ergonomic-Atemfilter. In jeder Situation, überall in Moskau. Trotzen Sie dem Smog. Seien Sie frei. Gehen Sie nach draußen. Oh Gott, ich habe so viel Spaß. Deswegen habe ich so viel Hintergrund für so eine Scheiße. Endlich lohnt sich das. Er geht zum Stuffer. Billy kriegt einen richtig schönen, fetttriefenden Bacon-Burger. Was denn? Jeder Burger versucht natürlich bei Billy erstmal zu erklären, und zwar langanhaltend, wobei die das wenigstens nicht gleichzeitig machen, sondern nacheinander, schön nach der Reihe, warum er der Burger sei, der ihr am besten munden könne, der ihr am meisten bietet. Erzähl die Burger mit dir auch. Hm? Ob die Burger mit dir erzählen? Nein, aber die Cola. Die Cola? Ja. Wieso erzählt denn die Cola mit? Was sagt die denn? Britzel, 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 britzel. Britzel, 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 britzel. Ich weiß auch noch nicht, was das bedeutet, aber irgendwann werde ich das schon lernen. Könnte passieren. Bestimmt. Cool. Cola, ich will Fanta. Gib mir Fanta. Cola. Und Billy bekommt Britzel, Britzel, Fanta. Britzel, Britzel, Britzel. Nein, du gestehst mir zu, dass im Staffer-Check die haben Fanta. Na, das Ding ist halt, wenn du Fanta sagst, weiß ich auch nicht genau, welche spezielle Marke es sein soll. Ob es jetzt halt Classic. Wirklich die Classic. Die Vanilla haben Fanta. Ja klar, haben sie die. Awesome. Vanilla? Hä? Du meinst Vanilla wie rein pure. Genau. Oh, Alter, ganz kurz. Also ganz wollte klassische Orangen-Fanta, ja? Ganz genau, ja. Die gute alte Fanta. Die haben sie doch auf jeden Fall. Wer sollte der? Also natürlich, warum sollten die da keinen haben? Na, vielleicht ist ja gerade der Automat kaputt. Wer weiß das schon? Erst wenn Billy einen Schritt näher kommt. Nein, klar haben die Fanta. Gerade bricht er zusammen. Oh, unser Fanta-Automat ist kaputt. Tut es leid. Nee, passt. Nehmen Sie doch einen White Russian. Jojo stellt den Fanta und den Cola-Becher direkt nebeneinander und macht beide Deckel ein bisschen auf. Und was machst du jetzt? Lass meinen Deckel Pritzel, drauf. Pritzel, 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 siehst du? Was sehe ich? Ja, die Cola ist scharf auf die Fanta. Die wollen sich näher kennenlernen. Wir machen Mezzomix? Na klar machen wir Mezzomix. Orange küsst Fanta. Alter, du wirfst mir 700 Spielabende vor, dass du keine Fanta kriegst und machst dann Mezzomix, ja? Natürlich, ich kann dann einfach dem System hier nachgeben. Deinem System. Und Flummis Welt. Was ist doch Flummis Welt, Mann?
Ja, okay, ihr macht einen Mezzomix, sterbt alle. Ist tödlich geworden, das geht nicht. Beim Mixen ist irgendwelche komische Gas, ja. Gasknallexplosion und. Auf jeden Fall. Jojo sagt hinterher halblaut zu den beiden Mechern: Ey, jetzt ist aber mal genug hier die ganze Zeit rumvögeln und dann auch so laut, dass es der ganze Laden mitkriegt. Was ist denn mit dir kaputt heute? Mir ist gar nichts kaputt. Ich habe eine gute Laune, weil ich die letzten beiden Tage nichts gemacht habe. Weil du verschlagen wurdest wahrscheinlich. Oh, Entschuldigung. Sie ist die Treppe runtergefallen. Hat sich den Kopf gestoßen. Ich bin gegen eine Tür gelaufen. Der Hund hat sich auf sie draufgelegt. Da müssen wir die andere Seite auch nochmal hören. Die ist ganz unglücklich in die Faust von einem anderen Typen getaumelt, ne? Ja, es ist wahr. Also wirklich, also, Und sie ist ja sowieso eine Winseltante, ne? Ich heul wegen jedem Scheiß rum. Ja, sie pinselt sich auch die Wimpern. Genau. Jeden Morgen. Ja, das kann man übrigens auch tätowieren lassen, ne? Ich hab mir noch mal die Tage überlegt, ob ich mir, weil ich hab ja blaue Augen. Grüne Augen, meine Fresse. Ja. Jetzt habe ich schon Farbenprobleme. Wahrnehmungsprobleme. Du hast zu viel Spam hier. Ja, ich hab Augen. Man kann sich auch quasi den Weißbereich der Augen tätowieren lassen. Das weiß ich. In eine Farbe seiner oder ihrer Wahl. Das weiß ich, aber davon habe ich bisher immer Abstand genommen. Sonst hätte ich mir schon längst Cyberaugen einsetzen lassen, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu durchringen, mir irgendwas in die Augen zu stecken. Ja, wenn du dich, ja, also momentan solltest du eh nicht mehr drüber nachdenken, ob du dir irgendwelche Cyberware einbauen lassen solltest. Hä? Okay. Mhm. Ich habe einen ganzen Körper, den ich voll tätowieren kann. Ja. Die Augen kann ich, wenn, dann zum Schluss nehmen. Wenn dir gar nichts mehr Beklopptes einfällt, ne? Schon mal über Implants nachgedacht? Irgendwelche Teufelshörner oder so irgendwas? Nee, will ich nicht. Wieso denn? Oder so ein Donut vielleicht. Man kann sich ja so einen temporären Salzwasser-Donut in die Stirn bauen lassen. Nee. Wieso denn? Das sieht doch toll aus. Das ist doch voll künstlerisch. Das ist doch Retro-Style. Nee, das will ich nicht. Das ist so 2010. Das will ich aber nicht. Sowas, na dann. 2010, ey. Was können wir denn Schönes kaufen? Ich habe keine Ahnung, was man Schönes kaufen. War mein Großvater 5. Sowas. 2010. Ausfahrbare Trollhörner. Sie wollten schon immer ein harter Kerl sein. Sie können es beweisen. Ausfahrbare Trollhörner. Jetzt von Body and Tech. Auch in dieser Mall. Jojo, was passiert eigentlich mit dir, wenn du dich mit einem Troll im Bett versöhnen würdest und dann du das Kind auf die Welt bringen musst? Was wäre das denn dann? Wenn ich mich mit einem Troll im Bett versöhnen würde? Ja, also du weißt schon. Wenn ich mit einem Troll ficke, meinst du? Ja, ich wollte es eigentlich nicht so vulgär sein, aber... Habe ich bisher noch nicht gemacht. Was würde denn dabei rauskommen? Wollte ich mal, aber der wollte nicht. Der meinte, er hätte Angst, dass er mich kaputt macht. Verständlich. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Entweder ein Troll oder so ein Ding wie ich. Nee, da muss ja irgendein Mix bei rauskommen. Ein Zwoll? Warum kein Joll? Und ein Joll. Ich wäre für Joll. Oder ein Tojo. Ein Trojo. Ha. Trojo, ja. Das ist, sehr schön. Finde ich auch. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was wir machen sollen. Na, wir können jetzt Trachten anprobieren gehen. Ja, Trachten, stimmt, wir wollten ja Trachten anprobieren. Es ist so voll hier mit Spam alles. Ich krieg hier die Krise. Dann mach dich doch mal ganz kurz aus. Ich reboote dich mal. Okay, wir sitzen ja eh gerade hier rum. Ich reboote mich mal. Nach dem Reboot schaffst du es deutlich... Also man kann ja... Bei vielen Leuten kann man ja einfach, und mit Leuten meine ich alle Icons und so, weghören, wenn sie einen nicht interessieren. Und die anderen scheinen jetzt etwas sensibler zu werden in Bezug darauf, ob du mit ihnen kommunizieren möchtest oder nicht. Also es drängen sich jetzt viel weniger Leute dir auf. Es ist schon deutlich entspannter. Es ist ungefähr so, wie wenn du in einer... Also von der Störung her ist es ungefähr so, wie wenn du in einem Gebiet mit ein bisschen schlechterer Matrix-Abdeckung bist. Das ist schon aushaltbar. Es ist nicht ganz super, aber es ist schon okay. Ach, danke, Jojo, es war eine gute Idee. Siehst du, dafür bin ich gut. Guck mal, die ficken immer noch. Sagt sie und deutet auf den Becher. Ah, ich trinke meine Fanta jetzt mit der Cola leer. Du trinkst deine Mezzomix, mein Freund. Ich habe ja auch gesagt, meine Fanta mit der Cola leer. Nee, es ist jetzt eine Mezzomix. Kein Wort mehr von Fanta, kriegst du nie wieder. Fanta, Fanta. Gut, dann lass uns jetzt gehen. Wir können jetzt Trachten anprobieren gehen. Trinke, ich habe, glaube ich, noch nie Trachten getragen. Doch, habe ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war dieses Familienpiss on each other. Familienficknick. Fick ins Knick. Meinst du das, auf dem auch Fotos gemacht wurden? Ja, natürlich wurden da Fotos gemacht.
Gut, dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott, ich erinnere mich. Oh, es war schrecklich. Jetzt lass uns doch mal die Bilder aus der Heimat... wie hieß denn gleich wieder die Sendung von Zenit? Neues aus der Neues Heimat. Neues aus der Heimat. Das... Hier, entschuldige, junge Frau. Kommen Sie mal hier. Ja, bitte. Haben Sie da ein tolles Drachenkostüm vom von alles Neues aus der Heimat? Ja, also einmal wurde da eine Kollektion vorgestellt. Ja, die müsste auch noch vorrätig sein. Das ist natürlich Neues aus der Heimat, aber modern geschnitten, auch mit einer Corsage, wenn Sie das meinen. Bringen Sie das mal in Zwergengröße, also hier die Kleine hier neben mir. Natürlich. Kurz, alles klar. Also ich nehme an, Sie wollen nicht diesen, naja, bäuerlich-mütterlichen Stil, sondern doch, ein bisschen. Was für mich? Nein. Bäuerlich-mütterlich, bitte. Was? Bäuerlich-mütterlich, aber schon ein bisschen figurbetonter, nehme ich an. Die Brüste müssen wir hochbinden bei ihr, die hat ja nichts. Ja, das sehe ich auch so. Und dann vielleicht noch ein bisschen die Teile, dann wirkt es auch gleich viel mehr. Ich suche mir was Passendes raus. Ja, wenn der Ballonrock ein bisschen Wald, dann kommt die Hüfte Ballonrock? Ja, Ballonrock. Nein, wie heißt denn das gleich wieder, wenn der Rock so ein bisschen aufgesetzt ist hier? Wie ein Aufgesetzter halt. Keine Ahnung, sowas, mich darfst du das nicht fragen. Also russische Trachten, da sind ja die Röcke meistens nicht so sehr abgesetzt, die sind ja eigentlich... Der muss doch ein bisschen wallen. Nein, die wallen eigentlich nicht so, die gehen eigentlich relativ gerade runter. Ich hab das auch gerade extra nochmal gegoogelt, Alter, ich hab's doch gerade gegoogelt. Ich hab's doch vor mir. Er hat recht. Moment. Ich meine sowas hier. Was? Postest du was ins Teamspeak? Ich hab was im Teamspeak, ja. Das ist ja schlimm. Das halt figurbetonter. Ja, aber das sind russische Trachten, Mann. Das ist ja schlimm. Was hast du denn gedacht? Das ist kein Dirndl. Hier geht's um Russisch. Warte mal. Ich guck gerade eben. Ja, du machst mir jetzt irgendwas wieder mit Lack und Leder und sagst so, ja, klar. Nee. Ich will dir zeigen, was ich meine. Boah, die haben voll bunte Sachen. Ja, die haben ja sonst nichts zum Lachen. Aber die Männersachen sind auch sehr schön. Ja, mit den tollen Kapuzen, ne? Mhm. Mützen, Dingern da. Geschirrsel. Ich schissel mein Nissel. Das Schöne ist auch, wenn ich russische Trachten bei Google eingebe, dann habe ich auch wirklich immer solche Muttis. Das ist schon sehr schön. Oder auch nicht. Das ist halt so, wie ich mir das vom Klischee her gedacht hatte. Das Letzte, was ich jetzt im Teamspeak gepostet hat, sowas wird sie jetzt holen. Das ist halt dann schon ein bisschen figurbetonter und das, was sie halt hat, ist mit einer Corsage und Flumi, du wirst gleich viel Spaß haben. Und meinst, das kann man halt sehr figurbetont auch machen. Die kann sich doch jetzt keine Corsage anziehen, außerdem geht das wurde bitte laufen, über... wenn sie ihr T-Shirt auszieht. Ja, aber Billy hat das für dich bestellt. Ich weiß das nicht, ob du was mitzureden hattest. Ich habe das nicht so in Erinnerung. Sie bringt zwei dieser Modelle, die ich jetzt hier postet habe. Mhm. Bitte das Letzte, was du gepostet hast. Die finde ich nämlich göttlich. Ja, genau, das Letzte. Das ist klasse. Das ist super. Ja, farblich ist es dann vielleicht noch minimal bunter. Aber so halt figurbetonter und mit Corsage, Alter. Sie führt euch dann zu den Umkleideräumchen und wird das jedem von euch in die Hand drücken und erwartungsvoll lächeln. Inklusive dieser wunderschönen Hüte. Mmh. Wieso jetzt hier? Jojo guckt Billy gerade sehr, sehr flehend an, als ihr und guckt kurz auf diese Corsage. Mach hin jetzt. Billy. Was denn? Kannst du dich nicht umziehen jetzt oder was? Das wird nicht doch so bloß gut. So übergestreift. Das kannst du doch über die Hauptkleidung streifen. Das ist doch, guck dir das doch an. Wird das über der normalen Kleidung getragen? Das kannst du über der normalen Kleidung. Jojo, guck gerade mal die Verkäuferin an. Naja, ich würde es Ihnen nicht empfehlen. Also gerade mit der Corsage, das drückt dann bestimmt auch gerade im BH. Und was hat Jojo an irgendeinem T-Shirt einfach, ne? Nee, die hat so eine... Ach, die Bluse, ja. Bluse ist ganz besonders schlecht wegen der Knöpfe. Ich glaube, das ist nicht so sehr angenehm. Aber ich nehme an, Sie vielleicht helfen... entweder ich kann Ihnen bei der Corsage helfen oder Sie helfen sich gegenseitig. Ich bin Ihnen natürlich gern behilflich. Ja, Sie wissen ja, wo das geführt wird. Ihr ist es nur gerade ein bisschen peinlich. Sie hat vom Kampfsportverein gerade ein paar Blessuren, weil sie gerade hier im Turnier war. Jetzt ziert sie sich gerade wieder. Ja, mit Blessuren. Sie scheint etwas überfordert. Ja. Ich versuch's einfach mal. Wenn nicht, ruf, dann komme ich wieder in die Kabine. Also allein können Sie das vermutlich nicht ordentlich schnüren. Das sieht dann nicht aus. Dann wird mir jetzt irgendwer helfen müssen. Ich helfe Ihnen doch gern. Sie kommt damit rein. Ach, was ist ja eigentlich auch, Kurios ist gerade auch egal. Ja, du entkleidest dich, sie sieht auf deinen Brustkorb und zieht etwas die Augenbrauen zusammen, schürzt etwas die Lippen. Och.
Es ist offenbar eine jener Frauen, die finden, dass Kampfsport nichts wie eben jenes Geschlecht ist. Besonders nicht, wenn man nur halb so groß ist wie der Durchschnittsmensch. Richtig. Du darfst halt noch mit deinem Kinder mitkämpfen, das ist doch toll. Richtig, und sie kriegt trotzdem auf die Schnauze. Richtig. Okay, ja, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich werde versuchen, nicht so... Wissen Sie was? Ich bringe was anderes mit der Corsage, das wird so nicht funktionieren. Ich bringe Ihnen vielleicht einfach was weiter Ausgeschnittenes, ja? Ja, vielleicht ist das ganz gut. Ja, natürlich, ich bringe Ihnen da was. Dann wird es wohl doch sowas sein, was ich als erstes verlinkt hatte, also nicht so körperbetont, bunter und mütterlicher. Eigentlich brauchst du jetzt noch 4 Tonnen Busen und ganz rote Klatschwangen. Oder einfach was für Kinder. Rote Klatschwangen. Aber was für Kinder? Das geht doch bestimmt. Das ist auch nie so eng geschnitten. Bitte was? Na klar. Quatsch. Kindersachen doch, sind nicht eng geschnitten. Doch, da hat er. Also nicht mit Korsett, aber eng geschnitten auf jeden Fall. Ja, da hat der Spielleiter leider recht. Man stilisiert doch seine Kinder, bitte. Das ist doch ganz wichtig. Ja, aber das ist doch auch nicht schlimm. Nee, sie wird dir aber nichts aus der Kinderabteilung geben. Sie wird dir schon was aus der jugendlichen Abteilung bringen. Das ist ein großer Unterschied und du kannst dich jetzt ganz hervorragend fühlen. Gut. Mhm. Ja, das bringt sie dir halt und legt es dann oben über das Ding. Mhm. Und mit Dingen meinte ich nicht, natürlich Garderoben, Vorhang, Stangen, Gedöns. Das weiß man ja. Gut, Jojo zieht's an, bemüht sich. Ja, angenehm ist es nicht beim Anziehen, aber an sich ist halt, du trägst eine Tracht. Yay, so, Billy, bist du jetzt zufrieden? Na fast, der andere Dress hätte mir noch besser gefallen. Billy, den kann ich nicht anziehen im Moment. Ach, musst du aber auch immer so einen Dreck machen. Ach, Moment, das war ja euch auch dran schuld. Also. Hallo? Ja, ist ja okay, jetzt beschwer dich mal nicht hier. Hallo? 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 Sie kämpft dir in die Rippen. Okay, hast du die Milch nicht getroffen, gut. Wenn ich Ihnen noch das passende Make-up vielleicht empfehlen könnte. Oh, Sister, mit Make-up bleibst du mir mal vom Hut, ja? Da lasse ich keinen ran, außer mich selbst. Okay. ich könnte Ihnen höchstens halt, ich weiß nicht, ich will natürlich nicht Ihre, dass Sie sich auskennen, das zweifle ich überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, ob Sie alles da haben, sonst könnten Sie sich natürlich gerne noch umschauen. Ich habe die ambulante Lackierstraße dabei für Frauen. Grundsätzlich. Ach so, gut, dann wunderbar. Sie können natürlich gern sich hier auch zurechtmachen. Für welchen Anlass sollen überhaupt die Trachten sein? Das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Gibt's denn irgendwas, wo wir die heute Abend tragen können? Oder morgen? Oder am Freitag? Alter, der stellt Fragen. Junge, Junge, Junge. Sagt das jetzt gerade die Verkäuferin zu mir? So, woher weißt du denn, dass ich ein Kerl bin? Wir gehen auf einen Trachtenabend, Volksmusik, Standelabend, Dirndl. auf einen traditionellen russischen Abend gehen wir. Zeig mir mal eine Shadowrun-Gruppe, die auf einen Trachtenabend geht, ne? Jetzt geht's rund, alle mit dem jungen Hund. Unsere Zuhörer sind schon ganz wuschig, wie das wohl ausgehen wird. Ja, die haben richtig Bock. Der kann fies, der hat richtig Bock. Der ist ja aber auch einfach mal... Sehr geil. Der hat so gut gepasst, wirklich. Du musst ja jetzt mal ein Kompliment aussprechen, Junge. Sehr geil. Trachtenabend, Alter. Es gibt auf jeden Fall, sie sucht euch ein paar Sachen raus. Zum einen wäre da natürlich der freiwillige Kirchenchor im Altersheim. Gerne seid ihr eingeladen. Es gibt so eine Art Musikantenstall, das ist aber leider schon ausgebucht. Man muss ja auch irgendwo hin mit den Omas, ne? Und mit den kleinen mal, Florian. Wo ist denn noch Trachtengedöns, Alter? Na, es gibt Trachtenvereine. Es ist Mai. Ist da nicht ein Maibaum irgendwo? Ja, irgend so ein Maifest. Aber Mai ist doch schon lange. Maifeste sind am Anfang. Ach, Quatsch. Ja, wieso? Maifeste kannst du die ganze Zeit über machen. Maifeste kannst du die ganze Zeit über machen? Natürlich ist es Maifest. Selbst im Oktober feierst du Maifest hier. Ja, also Maifest. Also und da wird allerlei lustiges Ding getan. Zum Beispiel... Wodka getrunken. Wir gehen zum Frauenabend zum Kartoffelschälen, damit wir Gedings machen hier. Wodka brauen. Wodka brennen, meinst du? Ja, genau, meine ich doch nicht brauen. Alles klar, brennen. Machen wir und danach können Augen wir noch Frauen irgendwo anders verbrennen. Hingehen. Dabei wird auch ein Gedenkbrot für so einen russischen Heiligen noch mitgemacht. Im Mai ist St. Georg. St. Georg. Ja, St. Georg, der hat den Drachen erschlagen. Hat er das? Ja, das hat er. Das war das ist sogar am 15. Moment, das ist am 15., by the way, wenn ich mich ganz irre.
Na, dann wisst ihr doch ganz genau, wo er hingeht. Es ist offensichtlich eine... Nein, da gibt es mehrere Veranstaltungen. Die größte ist natürlich die von Rabutnik und Zenit als Kooperative. Da wollt ihr vielleicht gar nicht hin. Aber es gibt auch viele kleine Sachen, wo man da sich zeigen kann. Ist auch natürlich für Jung und Alt immer was dabei. Wenn es nicht so dumm wäre, würde Juju jetzt aus Prinzip sagen, wir gehen zu Rabutnik und Zenit, aber das geht, glaube ich, nicht. Ja. Das ist auch vor allen Dingen hauptsächlich für die Mitarbeiter gemacht. Also da kommst du so einfach eh nicht hin. Gut. Weißer Brot und Spiele. Ja, Brot und Spiele. Schade, jetzt wollte ich da ein schönes Attentat verüben und du lässt mich schon wieder nicht. Du kannst da ein Attentat verüben. Ich halte dich doch da nicht auf. Doch, mit deinem Unterton. Du sagst nämlich schon wieder, Flummi, wieso baust du schon wieder so einen Scheiß? Los geht's. Gut. Okay, warte. Und heute das große jährliche Rabutnik 10-10-Nit kooperative Ding. Da ist jeder dabei, da wollt da hin, da gibt's Anschläge. Und es ist wunderbar, da müsst ihr dabei sein, da sind wir eingeladen und ab geht er. Explosive! Es wäre doch eine wunderbare Überraschung auch, wenn dann die totgeglaubte Familie der Adelskrone dort oben hin sich hinstellt und sagt, jo, hier bin ich übrigens und ich trage Trachten. Bin ich nicht cool? Ich bin cool, ihr wollt mich. Na, Flummi, und jetzt Bock, Bock, Bock? Hallo Familie! Schön, und das ist meine beste transvestitische Technomancer-Freundin, mit der ich bei der Polizei angebrochen bin und sie nicht Und vor kurzem noch einen Arm abgeschnitten von einem Gänger, bitte nicht vergessen, ja? Ich hab ihn dabei, wollt ihr mal gucken? Ich hab die Hand noch zu Hause, hallo, da sind auch noch Fleischreste dran. Ich dachte, den hast du den Teufelsratten noch am selben Abend vorgeworfen. Ja, aber es wäre cooler gewesen, wenn sie den Arm noch hätte wedeln können. Das stimmt. Laola! Wir suchen uns einfach einen neuen Gänger. Wo ist denn das Problem? Die findet man doch nicht. Ich sehe da kein Problem. Ich auch. Komm, das machen wir jetzt einfach nochmal schnell. Auf geht's. Was soll der Geist? Ich hatte Tracht, jetzt braucht er noch ein Messer und dann geht's ab. Nimm die Monofilamentkettensäge diesmal mit und dann ist überhaupt kein Problem. Ich nehme die Monofilamentkettensäge mit. Wenn ich wieder einen Arm abschneiden will, nehme ich eine Monofilamentkettensäge mit. Was kosten uns denn die Trachten jetzt erstmal? Lass uns doch mal Business reden hier. Ja, okay, danke. Danke auch. Weil mir ist noch was eingefallen bezüglich Messer kaufen und so. Okay. Quatsch. Die Trachten, die kosten... Also es gibt das Modell in mehreren Ausführungen. Es gibt die da nicht mit Echtstoff, aber es gibt die halt mit unterschiedlicher Zündstoffqualität und mit unterschiedlichen noch weiteren Annehmlichkeiten, die man halt so haben kann. Brusteinfütterung? Ja, natürlich. Es gibt die nur mit normaler... Du brauchst doch, mit normaler Brusteinfütterung. Halt die Fresse, unterhalten sich Frauen. Männer. Also es gibt Frauen. Es gibt die mit Brusteinfütterung und mit einer Brusteinfütterung, die in ihrer Wölbigkeit manuell eingestellt werden kann. Auch das richtige Maß. Hallo! Halt den Mund, du bist nicht angesprochen. Es geht hier um Billy und Verkäuferin. Richtig. Ignorieren Sie die mal, junge Frau. Ich hab Brüste! Was? Nee. Nicht, dass du da hast Schneewitsche, Kearschen, Ketitsche, sondern halt richtige Brüste. In so einer Tracht ist es ja auch wichtig, dass da... Also was? Die drückt ja auch was aus und da sollte... Jojo, also wär's geht schon... gerade an die Tür des Ladens nicht raus, nicht, dass der Alarm losgeht. Macht gerade so halb dieses Ding auf. Quatsch, was macht sie? Ein Kerl vorbei, der da vorbeiläuft. Jetzt sag mal eins, habe ich Brüste? Die glauben mir nicht, dass ich Brüste habe. Bitte lass es ein Ork sein. So einfach ist das gar nicht. Guck dir mal die Trachten an, die ich dir gezeigt habe. Wie willst du die so einfach auskriegen? Die wären hinten auf hier. Wir haben Knöpfe vorne. Hä? Nein, guck da mal. Das erste Bild im Teamspeak, die musst du hinten vermutlich mit einem Reißverschluss oder irgendwas Sinnvollem machen. Es gibt doch wohl auch welche, die du vorne knöpfen kannst. Du kannst deine Brüste entblößen. Ich meine, ich halte dich jetzt nicht auf, deine nicht Brüste zu entblößen. Nicht vollständig, aber doch so halb. Nicht so, dass, also ich sag mal, sie wird zumindest noch versuchen, den Anstand zu wahren. Du zensierst die Nippel. Sie will nicht direkt aus dem Einkaufszentrum geschmissen werden. Wegen Erregung, öffentlichen Ärgern ist das Erregung. Sie hat ihre Brüste gezeigt, Moment, die hat doch gar keine. Okay, sie fragt jetzt den erstbesten Kerl, ob sie Brüste hat. So, dieser erstbeste Kerl dreht sich um, mustert dich kurz, ich meine, er muss ja die Gelegenheit doch wahrnehmen und sagt, klar, aber da geht noch was. Da sind Upgrades durchaus möglich. Das war jetzt nicht hilfreich. Sorry, du hast mich gefragt und krieg ich da eine Nummer? Nein. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, genau. Scheiße. Falsche Antwort. Naja, du kriegst natürlich auch sonst die Aufmerksamkeit, die man halt so kriegt. Sie antworten noch, Entschuldigung, aber ich versuche gerade weiblicher zu werden und rumzuzicken. Deswegen kann ich das jetzt nicht durchgehen lassen. Na, keine Ahnung. Das wieder zu.
Das Ding ist halt, dass da hinten eine Table Dance Bar ist und da sind halt Brüste und wenn man hier vorbeikommt und dann überall dieser Spam-Mann entgegenkommt und da sind überall so wabbelnde Dinger und sowas, da stinkst du nicht an. Da sind einfach Verbesserungen noch möglich. Ja, okay, da ging tatsächlich nicht, da hast du recht. Siehst du. Mist! Ehrliche Frage, ehrliche Antwort, bin froh, dass ich helfen konnte. Danke! Der Typ. Dann viel Spaß noch beim Flitzen. Cool. Willst du mitmachen? Morgen ist... morgen ist Eishockey, da kannst du auch nochmal probieren. Beim Eishockey zu flitzen, das ist doch kalt. Na, du kannst ja über die Zuschauerbänke oder so, was weiß ich. Ich kann nicht an alles denken, ne? Das ist richtig. Siehst du. Alles klar, mach's gut, vielleicht sieht man sich mal wieder. Schissen. Sie geht wieder rein. Ja, Billy, du wirst Jojo ja sicherlich hinterher gucken. Sicher wird sie das tun. Ich wünsche von dir bitte eine Wahrnehmungsprobe auf Sehen minus 1. Moment, ich habe Kontaktlinsen drin, ne? Wenn du... Was ist denn in Kontaktlinsen drin? Moment, habe ich Eier-Kontaktlinsen, Katzenaugen, das war's eigentlich, die haben gar nichts drin. Gut, dann gar nichts. Na dann. 8 minus 1 sind 7, Kollege, ich wollte nur die Zeit überbrücken, wo ich auf mein Charakterblatt gucken muss. Ich kann es ja doch ganz gut. Ja, das war eigentlich schon wirklich gut. Dreierfolge. Awesome. Punkt 1, dir fällt auf, dass der Typ... Du hast eine weitreichende Erkenntnis und Erfahrung im Umgang mit sämtlichen Materialien des Schminkens und der Verkleidung. Der Typ trägt eine Latexmaske. Punkt 2. Er ist, ich meine, du hast immer noch Spam und so und alles will mit dir kommunizieren. Das hat in dem einen Moment was Gutes, denn was du mitkriegst, ist, er ist zurzeit eingeloggt in ungefähr 10 verschiedenen Newsportalen und derlei Dingen mit dem Namen Romanov. Romanov. Aha. Ich sag das nur, das ist jetzt vielleicht gar nicht wichtig, aber merkst du halt für später oder mach's auch nicht. Ich bring einfach nur sinnlose Informationen. Es ging ja um Brüste, da muss dieser Mann auch eine Bedeutung haben. Oh je. Da rennt ein Typ mit, warte mal, also jetzt nochmal ganz kurz für Dumme wie mich. Ja. Da rennt ein Typ mit einer Latexmaske rum. Und redet mit Jojo ganz entspannt über ihre Brüste. Übrigens, die ist schon nicht schlecht aufgesetzt, aber du bist einfach awesome und siehst sowas. Ne? Auch mal auf dem Teppich bleiben. Und. Der ist in Newsportale eingeloggt als Romanov oder bei Romanov? Wie? Als, mit dem Nutzernamen Romanov. Das okay. Ist jetzt nicht zwingend wichtig, aber es geht hier um Brüste und da muss ein NSC eine gewisse Bedeutung erhalten. Also braucht er einen Namen. Ich gehe mal kurz News durch. Das kannst du gern tun. Mach's lieber im Forum. Oh, Neonet stinkt, Zenit stinkt, Aztec stinkt, aber wir von Horizon sagen euch die Wahrheit. Kauft bei uns. Naja, Zenit stinkt aber wirklich enorm. Flachwichse. Die anderen waren besser. Hä? Die anderen Nutzerkommentare? Die anderen Nutzerkommentare von ihm. Der müsste fast überall dabei sein. Ja, der ist fast überall dabei. Und ich mag ihn. Mensch. Hätte ich mal meine Nummer gegeben. Ich müsste mal unsere Sachen lesen, die wir schreiben. So. Es ist lange her, dass du Kommentare geschrieben hast, bis auf die letzten, wo du eigentlich Edgar hast vorlesen lassen. Das musste ich jetzt nicht wirklich beschäftigen, ne? Also... Ja, doch, es beschäftigt mich. Jojo geht wieder rein und zieht sich die Tracht wieder aus. Und ihre Sachen wieder an. Ich kann verstehen, dass sie es vielleicht schwer haben, anerkannt zu werden als Frau mit ihrer Oberweite. Aber ich muss sie darum bitten, dass sie sich bitte nicht mehr entblößen innerhalb dieses Ladens. Können wir uns darauf einigen? Ich hab was? Probleme, als Frau anerkannt zu werden? Sie hat ein sehr distanziertes Lächeln drauf. Ich sehe schon, Ihnen ist das peinlich, dass ich Brüste habe. Und Ihnen ist es auch peinlich, dass Sie Brüste haben. Es ist ja nicht peinlich, dass sie Brüste hat. Nein, darum geht es nicht. Sie sagt das doch einfach nur, das musst du jetzt nicht kommentieren. Das ist okay, nein, das war jetzt auch ein Fehler von mir. Sie sagt, nein, darum geht es nicht. Ich habe auch eine Tochter und sie ist bestimmt in ihrem Alter, die ist auch so 16, 17. Und die ist auch nicht zufrieden. Und sie spart auch schon, das finde ich auch gut, dass sie da noch was machen lässt. Aber ich muss sie einfach... Ich habe nicht vor, da noch was machen zu lassen, also schon okay. Okay. Sie schmunzelt. Dann wäre es trotzdem schön, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass sie sich hier nicht entblößen. Ja, Mutti. Ihr distanziertes Lächeln friert ein, aber natürlich bist du Kunde und damit König. Ja. Ist die Alte denn älter als wir? Oh, die Alte ist also deutlich älter als ihr. Okay, deswegen. Sie hat gerade gesagt, Julio wäre 16, 17 und so alt wie ihre Tochter. Natürlich ist die älter. So, deutlich älter als das, nicht zwingend. Ach so. So Mitte 30 irgendwas. Aber die Frau trägt die Zeichen von Operationen, um jünger auszusehen. Sie ist ja keine Elfe, was soll sie denn machen? Ne? In Würde altern. Bitte, in Würde altern. Wir sind hier in Russland, komm mal zurecht.
wolltest übrigens einen Preis wissen, ne? Das war eigentlich die Idee. Und ich schicke die Info auch, dass sie gerade mit dem Romanov von unserer von den News gelabert hat. Schicke ich ihr mal via DNI zu. Jojo läuft aus dem Laden raus, hinterher. Der Alarm geht an. Richtig. Nein, sie hat ja die Tracht nicht mehr an. Sie hat natürlich hast schon du die umgezogen. Tracht noch an. Okay, du hast dich schon umgezogen in der Zeit? Sie zieht sich um und läuft dann raus. Okay, dann eine ganze Weile brauchen würdest, um ihn zu finden, kann ich erstmal kurz noch, ne? Ja, ja. Wir müssen mal Spuren lesen, nein. Das war ein Witz, Mann. Richtig, solange ich noch keinen Flummi-Würfel-Sound habe, mir angemessen, geht das nicht. Also. Der Zong, das habe ich dir schon gesagt. Ja, aber den habe ich ja noch nicht. Also, ich komme jetzt auch mal auf den Punkt. Und zwar bezahlst du für beides mit den Komfortpaketen, die auch wirklich angenehmer beim Tragen sind und auch weniger aufwendig beim Waschen und so weiter und so fort. Was ist, wie soll ein Mensch wie ich den Kleidung abschätzen? 400? Ist das realistisch? Beide, meine ich. Zusammen, ja, das kommt hin, eventuell. Ich meine, Trachten sind auch nicht das Üblichste und die sind halt schon besser und angenehm. Ja, sag mal 400. Das hält dann auch ein Leben lang und du hast vermutlich auch die Möglichkeit, Schmuck dazu. Plus du hast vermutlich auch die Möglichkeit, die Stoffe sind ja mittlerweile so intelligent, diese Stoffe vermutlich auszudehnen und zusammenzuziehen, wie es dir dann gerade besser passt. Natürlich, das hast du. Du hast eine gewisse Abperlmäßigkeit von Flüssigkeiten und Schmutz und sowas. Und du hast ein bisschen Schmuck dazu. Das heißt, damit Billy dann zufrieden ist, kann Jojo das, wenn es ihr etwas besser geht, auch wieder etwas besser anpassen. Sagen und wenn nicht, so. Soweit ich weiß, hat Flummi Handwerk Schneider. Ja, sie kann Schneider. Das hat Jojo, nicht Flummi. Irgendwas von den Bitches. So, jetzt möchte ich den ganzen Abend Jojo nennen, aber das ist egal. Düse, bist du mit 400 D'accord und so Schmuck? Dann übrigens könnt ihr euch gerne die Kleidung aufschreiben, ihr werdet die bestimmt noch oftmals brauchen. Ja, wenn wir heute Abend noch weggehen, dann brauchen wir die garantiert, liebster Spielgeleitet. Nee, ich meine auch allgemein, das wird allgemeine Jobausrüstung. Irgendwann werden wir sie bestimmt nochmal brauchen. Ich sehe den Tag kommen, an dem wir sagen, ey, wir haben noch einen Trachtenkleid. Der Spielleiter sagt, hä, was, wo sollten wir das her haben? Und ich sage dann, na, von dem einen Abend, an dem wir Romanov kennengelernt haben. Das ist leider absolut unrealistisch. Ich würde sagen, stimmt, awesome, geil, ihr seid auf die Idee gekommen, ihr kriegt Edge abgezogen. So würde es laufen. Nee, er wird sagen, würfel doch mal auf Edge, ob du die auch noch tatsächlich hast oder nicht von Motten zerfressen wurden. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Für 400, Alter, die ist da, jede Motte kommt da an und wird sofort von einer kleinen Mini-Rakete abgeschossen. Das sind vielleicht Teufelsmotten. Teufelsmotten, genau. Die sind auch Teufelsmotten sicher. Ich habe mir jetzt 400 abgezogen für uns beide. Gut. Damit steht Jojo für immer in deiner Schuld. Das Jojo kann dir das Geld doch geben. Ich habe gesagt, für immer in deiner Schuld. Du rennst inzwischen wieder bekleidet. Sie rennt nicht, aber ja. Ja, du latschst ihm hinterher, versuchst ihn irgendwie aus dem Gewirr zu finden. Mhm. Was nicht schwer ist, weil der arme Kerl auch mal irgendwann sitzen muss am Springbrunnen. Gut. Jojo wird hingehen, wird sich vor ihn stellen, wird sich einmal vor ihm verbeugen, wird grinsen, meint, das wollte ich schon immer mal machen und wird dann wieder gehen. Hä? Hä? Er ist stehen geblieben, was bist du denn? Hallo, alte russische Adelsfamilie. Ehre, wem Ehre gebührt. Sie grinst. Okay, alles klar. Wunderbar, finde ich gut. Könnte jetzt jeder machen, aber super. Weiter so. Den da hinten ist, glaube ich, auch nötig. Der hat ganz viel Ehre verdient. Der hat seine alten Grad 4 Einkaufskisten hier Taschen da hinterhergetragen. Du hast keinen Sinn für Humor. Nee, ich raff's doch einfach nicht. Romanov, Typen, alte russische Adelsfamilie? Er zieht die Augenbrauen zusammen übrigens. Du siehst das nicht, aber okay, sie hat sich jetzt verquatscht. Was, Romanov? Egal, sie geht. Nee, bleib da mal stehen, was setz dich doch mal her. Jetzt setz dich doch mal her. Sie setzt sich. Du kannst nicht erst dich vor Adelsfamilie verbeugen und dann einfach weggehen. Warum nicht? Ja, gehört sich das? Ich denke ja wohl nicht. Das ist mir total egal. Lehnt sich jetzt etwas mehr zu dir. Spricht auch leise, was ich jetzt wieder nicht tun werde. Romanov? Was? Kennen wir uns? Bis jetzt noch nicht. Dir hat auch niemand gesagt, Romanov und so. Hä? Dass du mit mir reden sollst. Alles klar. Was? Wunderbar. Finde ich klasse. Du bist also einfach nur ausgeflippt. Du findest das nicht klasse. Du bist gerade äußerst irritiert, so wie du aussiehst. Natürlich bin ich irritiert. Du weißt gerade nicht, was du von mir halten sollst und bist vermutlich gerade völlig überparanoid. Ich weiß, das hilft jetzt nicht, wenn ich das sage, aber
Und du hast ein wirklich ausgedehntes Geltungsbedürfnis und bist unsicher über Sachen, bei denen du so tust, als wärst du nicht unsicher. Wir können noch ein bisschen weiter uns gegenseitig psychoanalysieren, aber da wir vermutlich beide keine Ahnung haben, weiß ich nicht, ob das was zu irgendwas führt. Keine Ahnung, bin ich unsicher? Wirklich so? Ja, ich meine, Geltungsbedürfnis auf jeden Fall. Und das zeugt doch meistens irgendwie schon von Unsicherheit oder irgendwie unerwiderter Liebe oder so ein Scheiß. Solltest du mal machen. Ich meine, du kannst nicht einfach rumlaufen und irgendwelche Leute als paranoid bezeichnen und dann sagen, hier, was, Geltungsbedürfnis? Nee, ich nicht. Ich habe nie gesagt, nee, ich habe nur gesagt, darüber habe ich bisher noch nie nachgedacht. Ja, okay, du musst ich hab's aber nicht auch... mal abgestritten. Kann sein, okay. Weiß ich nicht. Solltest du mal drüber nachdenken. Stell dich mal vor einen Spiegel und guck das mal, das ist ganz wichtig. Dann kommt das auch noch viel creepier rüber, wenn du erst Leute anquatschst und die überhaupt nicht wissen, was du willst. Und dann noch die Nummer rausholst halt mit, ne? Mit irgendwie Leute einschätzen und so weiter. Das war einfach nur so, weil es mir gerade in den Sinn kam. Aber wenn du das gerne tiefen analysieren möchtest, darfst du das selbstverständlich tun. Aber irgendwie hast du recht, das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Du arbeitest also bei Horizon. Sehe ich so aus? Stimmt, ja, ich sehe so aus, du siehst ich bei so aus arbeiten. Und verhältst dich auf jeden Fall so. Nee, ich arbeite nicht bei Horizon. Sondern... Die darf doch wohl noch Geheimnisse haben. Ach so, Geheimnisse. Natürlich. Du hast doch vollkommen recht. Ich meine, hier ist es ja auch... Oh, hier muss das PAN aktiv sein. So, da gucke ich da einfach mal, was bei dir im Social Network steht. Und da steht mal... Was soll denn da stehen? Das, was Ojo eingetragen hat. Muss da stehen, wie sie arbeitet? Nö. Man macht halt fast jeder. Warte. Dis, du kommst übrigens an, wenn du ankommen willst. Ja, ich lasse euch erstmal spielen. Und Flummi, hör auf, am Kabel rumzuknuscheln bei dir. Das ist mein Kabel, das an meinem Reißverschluss gerieben hat. Entschuldigung, sollte jetzt sein. Zieh dich aus, Alter, wir spielen alle nackt. Echt mal. Haben wir solche Probleme nicht. Es sei denn, du hast irgendwie einen SM-Anzug an, der einen Reißverschluss hat. Dann ist das natürlich legitim. Nur wenn er vorm Mund ist eigentlich. Nee, er ist nicht vorm Mund, aber ich habe die Maske abgenommen. Dann runter mit der Bürste jetzt hier. Lass die Titten atmen, Mensch. So. Schön einspielen das Ganze, yes. Geil. Und SL, ich hab dir auch deinen Song-Sound geschickt mittlerweile. Danke. Bitte. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, wo bei sie arbeitet. Social Network. Da wird vermutlich stehen, dass sie, ja doch wahrscheinlich sogar, dass sie Schneiderin ist. Steht da auch nur Schneiderin und nicht wo, ne? Ja. Schneiderin. Wie ist denn das so? Hast du eine höhere Sprechgeschwindigkeit als die Nähmaschine eine Schlaggeschwindigkeit oder ist das noch andersrum? Das kommt drauf an, wer gerade besser in Form ist, aber wir haben ja immer viel Zeit, uns zu unterhalten, deswegen, das hält sich die Waage. Du bist wirklich nicht Schneiderin bei Horizon. Also jetzt mal im Ernst, weil es ist wirklich einfach mal so echt super klischee-mäßig gerade. Irgendwoher müssen Klischees ja kommen, deswegen muss man sie auch bedienen. Nein, ich bin nicht Schneiderin bei Horizon. Okay. Gut. Und Tracht ist dann für heute Abend richtig... Wo wollten wir nochmal hin? Was hatte Billy gesagt? Die Tante hat was gesagt. Wir wollten heute Abend zum Stadel. Irgend so ein kleines Ding halt mit Wodka-Verkostung so, und Brotbacken. Na, ob ihr heute Abend richtig abgehen wollt und weiter kam er nicht, weil er offenbar keine Worte fand dafür. Jetzt hat dir die Sprache verschlagen. Na so, echt russisch, oder? Hast du auch schön die Panzerhaubitze ausgepackt am 9. Nee. Was? Landesverräterin? Ja? Ja, weißt du... Da ist gerade meine französische Ader durchgekommen und dann, Ja, jetzt verpisst dich mit Franzosen, will niemand reden. Ja, lass du, Alter, ich mein's ernst. Na gut, sie steht auf. Billy kommt gerade mit der Einkaufstasche angewackelt. Du, wir müssen jetzt gehen, er will nicht mehr mit mir reden. Darf ich dir trotzdem noch was fragen? Mich? Nicht auf Französisch. Ich habe gerade gesagt, ich habe meine französische Ader ausgepackt und er mag keine Franzosen, deswegen musste ich jetzt gehen. Ja, hast du ihm erklärt vorher, dass es nicht um Sprechen geht? Nein, ist doch egal, aber du kannst doch nicht eine Tracht anhaben, dann nicht die Panzerhaubitze rausholen und dann auch noch anfangen, Französisch zu sprechen. Ich habe doch nie gesagt, dass ich Französisch spreche. Ja, okay, dass du die französische Ader hast, bla bla bla. Das hat er nicht verstanden. Sie guckt Billy an. Was? Wieso guckst du mich jetzt an? Weil ich dachte, dass du mich verstehst. Niemand versteht mich. Ach so. Kann ja versteht mich. Nein. Deine Nähmaschine versteht dich ja offenbar ganz gut. Ja, die kann aber nicht widersprechen. Das glaubst du, was wir schon für Diskussionen gehabt haben. Kann die weglaufen? Die kann nicht weglaufen. Die Nähmaschine? Nein.
Sie versucht es immer, aber wie gesagt, das kriegt sie nicht hin. Die ist genauso hilflos wie die Cola und die Fanta vorhin. Ja. Du hast so eine Art Nähmaschinen-Gulag? Wie wieder was? Quasi, ja, ja, sowas in der Art. Du bist ja doch echt russisch. Kannst du dich bitte mal entscheiden jetzt? Muss ich das denn? Warum muss ich mich denn festlegen? Der muss doch nicht alles im Label aufdrücken, oder? Jetzt mal ohne Witz. Manchmal muss man Sachen einfach so nehmen, wie sie sind und nicht benennen wollen. Transzendiere doch die Formen der, Satz hat angefangen und du wusstest nicht, wie du ihn beendest. Niemand von uns wird wissen, wie du ihn beenden wolltest. Dieser Satz ist besser, wenn er einfach jetzt 3 Pünktchen bekommt und nicht beendet wird. Ja. Aber es war ein guter Anfang. Wussten alle, was du sagen willst. Sag mal, hast du den mal gefragt, warum bist du so hässlich eigentlich? Warum? Hallo? Wieso hässlich? Es ist schon so, dass ich früh eine Weile vorm Spiegel stehe und mir denke, Alter, das geht nicht. Aber nachdem ich 4-mal dann die Rasierklinge angesetzt habe und mir was abgeschabt habe, also nicht Bart, sondern halt schon Hautfetzen, dann geht's eigentlich. Dann ja, du musst dir die Latexmaske schon vom Schlafengehen abnehmen, ne, Kollege? Alles klar. Werde ich dran denken. Solltest du tun. Weil die Haut muss atmen. Das gibt sonst fiese Furunkel, ja, das ist eklig. Furunkel am Arsch. Wieso eigentlich Latexmaske? Ja, guck doch mal, Billy kommt mit einem Fingernagel so an den Kinnansatz und kruppt da so leicht. Nee, voll schlecht gemacht, oder? Stimmt. Die ist voll schlecht gemacht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich schon. Jojo, du siehst es nur, weil Billy gerade wirklich dran getoucht hat. Ja, deswegen sagt sie ja, stimmt. Ja, entschuldigt bitte, ich hatte einen sehr schweren Sprenggranatunfall in den Eurokriegen. Outgame, er ist viel zu jung dafür. Ja, die Eurokriege, die gerade noch gestern zu Ende gegangen sind, ne? War eine harte Sache. Ja, ich war da auch, ne? Das war ganz schlimm. Und die Latexmasken, die kriegt man auch so schlimm. Ja, natürlich. Von hinten. Du warst die Feldnutte. Die sind auch wichtig. Ey, Kollege. Ach so? Ich sag ja auch nicht, dass du der Spreizling warst, oder? Ja, aber war ja so. War eher so ein Marketender dann, ja? Was? Du hast weiche Lippen. Das sieht man leider unter der Maske gar nicht mehr. Alter. Auf den Mund gefallen ist Billy noch nie, ne? Nur, dass er manchmal auf die Fresse kriegt dann. Ist jetzt hier eher so eine Art Anmache mit weichen Lippen oder sieht das dann schwul aus? Ja, sie wollte dich anmachen. Ach so. Na Moment, normalerweise müsste er ja was über meine weichen Lippen sagen, oder? Du lässt mir noch keine Gelegenheit, wenn du sofort hier ankommst, erst mit meiner schweren Kriegsverletzung, die du jetzt auch noch hier quasi mir aufdrückst, dass ich davon erzählen muss, dann kommst du mit meinen weichen Lippen, ich habe doch gar keine Zeit. Sehr geiles Outfit. Ja, erzähl doch mal, Dankeschön. Siehst du, der Mann hat sogar Style. Bist mir sympathisch. Wollen wir einen trinken gehen, zusammen wir drei? Klar. Ein kleines Cocktailchen. Ach, schön. Schön. Ja, aber ein bisschen plump bist du schon. Voll ladylike und übelst da Gang drauf und dann kommst du mit Cocktail. Ach, wenn du wüsstest. Und ich guck einfach nur Jojo so an und lächel. Ey, macht weiter, ich will dem zu beiwohnen, ich möchte zusehen. Nein, du bist hier voll drin, du kannst nicht nur beiwohnen, du bist hier voll mit dem... Ha, da geht ja noch ein Threesome mit dem, sag ich dir. Haare! Aber ich stehe, also... Jetzt nichts gegen euch, ihr seid schon echt flotte Mädels. Unikate möchte ich sagen. Das Ding ist einfach, ich stehe mehr so auf Sachen wie 2 Trolls, 1 Cup. Aber meine Nummer haben wollen. Ja, da hat er dich ja gefragt. Ey, wenn du Brüste zeigst, was soll ich machen? Wieder Brüste? Um die Ecke zur Table Dance Bar gehen und dir Brüste angucken. Ja, aber die geben mir ihre Nummern ja nicht. So, hast du sie gefragt? Das ist eine Table Dance Bar. Wenn ich nach meiner Nummer frage, kommt der Rausschmeißer und kantet mich raus. Ich meine, komm schon. Hier rennen genug. Guck mal, das Mädel da vorne. Hey, du! Sie sprintet weg. Sie hat Kopfhörer. Ich mache jetzt nicht noch ein NSC da rein. Sie hat Kopfhörer und dröhnt sich die Hucke voll und geht. Wohin könnte sie gehen, dass du sie auf jeden Fall nicht mehr ansprechen willst? Oh, und sie geht direkt in den Rabutnik-Werkzeugladen. Ganz großes Kino. Ist. Aton Visage. Mit der französischen Ader. Ist. Okay, sie wollte ihre Nummer offensichtlich wirklich nicht geben. Wenn ich so hässlich bin, was soll ich machen? Du hast doch eine Latexmaske, das ist ja nicht. Aber die wird offenbar jetzt auch erkannt. Toll, super, alles für den Arsch. Ich finde, der Tag ist gelaufen. Wir können jetzt auch noch einen trinken gehen. Es ist immerhin schon. Oh, es ist schon halb vier. Halb vier schon, mein Gott. Ja, eben habe ich aus so einer Tracht rausgeschält, das dauert immer ein bisschen, ne? Wie nennt er sich denn? Und ich in seinem Profil steht, das könnt ihr beide sehen, das muss ich aber kurz nachgucken. Nee, ich frage ihn ganz offensichtlich. Achso, du fragst ihn, wie nennt er sich denn? Ja, wie nennt er sich denn? Okay, it's gonna be king.
Man hole den Pisspagen. Pisspage. De Monet. De Finet. Wie heißt der, Louis? Juri. Ach, und Juri. Ihr seid Juri de Finet? Ja, wollen wir jetzt einen trinken gehen oder wollt ihr jetzt doch irgendwie rausgeschmissen? Ja, klar, ist nämlich mein Laden hier. Rein, was? Ja? Ach, okay. Deswegen. Wir gehen wohin? Ja, aber was trinken, Mensch? Ach so, dann sag doch mal an, welchen Laden wir gehen, Mensch. Weiß ich nicht, ich bin hier nicht so oft. Trink's auf Juri, yay! Du bist die Shopping-Queen. Ja, Moment. Hä? Ich hab hier aber, also Trink's auf Juri, ja, die ersten zwei. Du hast gesagt, der Laden gehört dir, also bitte, du wirst ja wohl hier gehört die Mall, trinken. Aber trotzdem, wenn ich da immer so meine Privilegien durchziehen lasse. Ja, na bitte, durchziehen ist immer gut. Wenn ich jedem, der sich vor mir verbeugt und mich dann auch noch runtermacht, noch mehr Drinks ausgebe, wo kommt man da hin? Nee. Wieso habe ich dich runtergemacht? Hier mit meinem Gesicht muss nicht jeder wissen, dass ich so hässlich bin. Jetzt hast du mir hier unten den unteren Rand der Latexmaske ein bisschen abgezuppelt. Dankeschön. Moment, den Tacker mal wieder fest. Tacker. Jetzt halt mal still. Billy repariert es. Ausgezeichnet. Ach, danke. Gut. Wunderbar. Sieht aber von der Verletzung sieht man gar nichts, ne? Ja, du hast ja jetzt auch nur so einen Millimeter abgepuppelt. Ich habe ja auch nicht im ganzen Gesicht Brandverletzung. Es ist ja nur... Ja. Nur die Nasenspitze, ne? Also 90% halt der Nasenspitze. Mhm. Das war auch ist dann, aber auch... Nee, und das Ding war auch, ich meine, Kunsthaut oder so Narbenentfernung, das kostet ja 400, 500, 300 Yen oder so. Das kann ich mir nicht leisten. Angelika, was kostet denn sowas? Ach, das hier ist übrigens meine Freundin Angelika. Ich bin Waltraud. Von Walter. Outgame, Jojo, was steht denn in deinem Profil? Was steht in deinem Profil? In welchem Profil? In deinem Social Open AR Profil. Waltraud von Walter wahrscheinlich. Waltraud von Walter, ja. Bist du sicher, dass das da steht? Jetzt gerade momentan ja. So hast du das noch vorher abgeändert. Na gut. Jojo, was steht in deinem Profil? Ah, oh, schön, Billy, warte. Billy ändert auch das schnell noch ab. Dann muss ich mir das kurz noch notieren. Also das war Angelika. Mhm. Und das andere war Waltraud von Walter. Ja. Deutschland, Franzosen ohne Akzent, krass. Wieso denn? Ach so. Hä? Sie hat beide so ein bisschen Dialekt, aber ihr habt keinen Akzent, Deutsch oder Französisch. Ich kann auch nur Französisch, aber mit der Sprache Haberts. Ganz alter Spruch, aber immer noch gut. Immer noch gut, echt? Mhm. Und in ihrem Profil stand übrigens Nina. Na, wenn Billy das ändert, die hat einen Mark auf deinem Comlink. Du bist eh lange schon nicht mehr Herr auf deinem Comlink, ne? Ist dir klar? Nee, schon lange nicht mehr. Solange wie du das nicht rebootest, dann ist es weg. Also weiß ich nicht, ob das zwischendurch mal passiert ist. Erbs kommt jedenfalls mal nicht vorbei und zeigt wieder mit dem Finger auf seinen Mund, ne? Ups. Kann er leider nicht. Also, wir gehen jetzt einfach, es ist nicht direkt eine Bar, aber ihr könntet euch sowieso vermutlich, passt ja überall hin, ihr seid ja perfekt angepasst in die Lohnsklaven- und Konzernwelt. Deswegen gehen wir einfach zu Steiner Seafood. Die haben nämlich den besten Wodka. Steiner Seafood? Hm? Seafood wie Krabbenschnappen. Auch alles. Boah, also schön. die haben ganz viel Algen, also Outgame, das weißt du, die haben ganz viel Algengedöns, die haben auch Krabben und Grill. Es ist ein bisschen besser als Duffer-Scheck fressen, aber sie haben halt auch wirklich, es schmeckt halt alles irgendwie nach Fisch. Oh Gott. Haben die auch aber ich meine jetzt nicht Stick? Fisch im negativen Sinne, ich meine das schon im positiven Sinne, ne? Wir haben ja das letzte Mal schon festgestellt, dass, nee, ich höre lieber auf. Es geht jetzt nicht um den dummen Fischdings, es geht einfach darum, sie haben sich halt wie Nordsee, dieses Schema haben sie sich von den Speisekarten halt gemacht. Aber es schmeckt prinzipiell schon, wenn man es nicht jeden Tag hat, deutlich besser als Duffer und ist auch ein bisschen teurer. Und da gibt es auch wirklich guten Wodka im Verhältnis. Das ist eine gute Idee, Juri, da gehen wir doch jetzt dahin. Komm, übrigens, Analgetiker. Sau unhöflich ist auch, so Namen finde ich eigentlich nicht gut, ne? Bitte? Komme ich mit meinem echten Namen und ihr lasst mich hier irgendwie jetzt auflaufen. Finde ich vor allen Dingen du, deutet auf Jojo, erst verbeugen, von wegen Ehre und dann so eine Scheiße abziehen. Was für eine Scheiße? Was denn? Hä? Hier mit Namen ändern. Hier, Angelika. Du erzählst uns ja auch eine Scheiße von wegen und Jojo guckt gerade völlig irritiert auf ihr Profil. Ey! Ja, was schon wieder? Oh, keine Ahnung. Was Alter, da immer passiert, die Hacker in der Matrix immer. Ja, die ändern meistens Schisser. Namen, ne? Richtig, die machen sich da einen Spaß draus. Dann kommen Leute an und sagen Analgetiker und sowas.
Nee, es ist auch so, wenn ich ein Jojo. Hacker wäre, ne? So. Du bist Jojo, alles klar. Wenn ich so ein Hacker wäre, du bist Hacker? Wenn ich ein Hacker wäre, dann würde ich auch nicht mich auf Comlinks hacken und wenn mir irgendwelche Waren kaufen. Hacker wäre, ja. Ich würde einfach nur die Namen ändern. So, und dann würde ich einfach auf alle Profile ganz viele Katzenvideos laden. Das ist viel cooler, als sich irgendwie, weiß ich nicht, was zu klauen quasi. Guck mal, siehst du meine rechte Hand? Mit der soll ich jetzt sprechen, ne? Nein, die ist leer. Da ist kein Wodka drin. Scheiße, das ist eine harsche Ansage und ein änderungswürdiger Zustand. Ich gehe jetzt halt hoch. Schön. Achso, habt ihr euch da oben, oder hast du dich da oben auch schon ausgezogen? Können wir da überhaupt rein? Wie bitte? Ich habe mich nicht ausgezogen. Nee, ich meine hier, Jojo. Hä, wo ausgezogen? Da oben bei Steiner Seafood oder auf der Etage. Nee, da habe ich mich noch nicht ausgezogen. Muss ich mich jetzt ausziehen, damit wir da reinkommen? Was nee, nicht, ich kann ja noch werden. Ich wollte schon sagen, das will keiner sehen. Ja, eben, wenn du dich da ausgezogen hättest, kämen wir da vielleicht nicht rein. Deswegen frage ich mich weiter nicht. Ich habe mich nur nach vorne in der Stripbar ausgezogen. Super, super, super. Was? Das kann nicht sein. Wir gehen jetzt rein. Das dachte ich mir. Die haben da in der Stripbar haben sie nur C. Nee, was war anders für ein Special Evening? Ach, Schulmädchen. Schulmädchenrapport? Ich wollte gerade sagen, aber nee. Eis am Stiel heißt das bitte immer. Ihr geht da rein. Jo, ich mach's lieber kurz heute, war doch jetzt schon lang genug, die Folge für nix und wieder nix, für den ganzen Klamauk, kann man doch so sagen, oder? Gibt nicht viel zu sagen, bis auf die Tatsache, dass Trolli jetzt bekannt gegeben hat, dass wir die Facebook-Accounts jetzt aktivieren, für die jedenfalls, also ich mach das nicht, ich werde nicht auf Facebook gehen, das ist auch unnötig. Ihr merkt schon, es gibt immer mehr Spannung bei uns, es nähert sich dem Ende der White Russians, wir werden aufhören. Es sei denn, ihr schreibt uns auf YouTube, auf unserer Homepage und auf Facebook 5 Millionen Comments, dann werden wir weitermachen. Ansonsten fällt die Sache auseinander. Schwachsinn. Ja, ich mach's kurz lieber, ne? Nächstes Mal wird's wieder ruhig werden. Dann kommt eine Single-Session eigentlich. Das wird auch nochmal interessant werden, aber auch ohne großes Run. Dann will uns Trolli zum Zelten schicken. Ganz ehrlich, Leute, Snowcat, ich konnte dich ja bisher immer gut leiden eigentlich, jetzt, du hast jetzt versaut. Billy und eine Chemietoilette auf dem Campingplatz geht gar nicht. Aber wir werden sehen, was daraus werden wird. Das wird dann so wie bei TKKG oder so irgendwas, der Schatz im Silbersee oder irgendein Dreck wird er sich einfallen lassen, wahrscheinlich. Cool. Jo, deswegen, hier kurz angemerkt, an der Stelle, wie ich das immer so gerne sage, Shadowrun ist ein eingetragener Markenname der Tops Incorporated, vertreten durch den Pegasus Verlag in Deutschland. Die Kremlkrauts sind über die Common Creative License bei uns eingegangen, das heißt Intro und Outro Music kommen von den Kremlkrauts. Wir selbst, die White Russian, laufen unter der Common Creative License Attribution 3.0, das heißt, ihr dürft euch gerne immer jederzeit irgendwelche Stücke oder ganzen Podcasts ausschneiden und müsst dann nur noch auf uns verlinken bzw. auf uns verweisen. Somit hat sich das dann auch wieder für diese Woche. Die Soundboard-Sachen, die Trolli mittlerweile sich da angelegt hat, hat er gesagt, soll ich auch noch irgendwie erwähnen. Und ich muss beim nächsten Mal schauen, unter welchem Namen und unter welcher Lizenz das läuft. Bis dahin erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.